So, einen wunderschönen guten Abend da draußen. Moment. So, jetzt. Einen wunderschönen guten Abend. Ich müsste mal wieder hier das Audio einstellen. Ist ja wie immer das gleiche. Ja, willkommen zum LU-Wohnzimmer. Willkommen hier am Donnerstag bei mir. Wie, Grüße nach Leipzig zurück. Snow. Bloodwork TV, Simon, Luis, Dome, Milan, Taubsi, Eraser, Moinsen, Freunde. B4, grüß dich, Elisox, Moinsen, Paul, Pix bei Milano, Hallöchen, grüß euch. So, Renzi, Moinsen, macht sich der 5-6 gut? Also ist eine Investition wert. Es kommt drauf an, von was du kommst. Matze, Moinsen. Ist eine gute CPU. Ob das jetzt sich... Also wenn du jetzt einen 3.6er hast, würde ich jetzt nicht upgraden. Das macht, glaube ich, wenig Sinn. Ja, LU Wohnzimmer geht endlich weiter. Das finde ich schön. Und wir sind auf der Otto Griesbach. Ihr habt es ja alle gesehen. Leon BVB 99 giftet A Tier 1 Subto Milan unterstrich Heyuk. Leon BVB, vielen lieben Dank für den Gifted Sub an Milan, Mann. Vielen lieben Dank. Ja, unter Griesbach, warum unter Griesbach? Wir brauchen eine Karte oder braucht eine Karte, die alle möglichen Extensions drin hat. Die haben wir damit. Und wie wir das Ganze aufbauen, das gucken wir uns dann in aller Ruhe mal an. Wie gesagt, wir erfinden das Rad nicht neu, das habe ich auch in den Stories schon gesagt. Aber ich glaube, das wird ganz geil und definitiv nicht so die übliche Maschinengröße. Ich kaufe mir Ende des Monats alle Teile von PC. Wenn ich auf deine Config schaue, habe ich deine Frage, ob du auf höchsten Einstellungen spielst und ob du auf Performance. Hallo. Ori, danke schön für deinen Resub im 8. Monat. Vielen lieben Dank, Ori. Meine PC-Komponenten sind, abgesehen von der CPU, schon etwas älter, machen also relativ wenig Sinn, die zu kaufen. Würde ich jetzt nicht empfehlen. Ey, Capoman, Moinsen, grüß dich. Ich kann auf Hochspieler, LS braucht nicht viel. Da braucht eine gute Single-Core-Performance, aber da braucht kein Überrechner. Also es gibt viele Leute, die denken, ich hole mir jetzt einen 3.000-Euro-PC und dann läuft das bei mir sonst wie. Hotte, dankeschön für deinen Raid. Dankeschön, vielen lieben Dank. Aber dem ist nicht so, das läuft genauso gut bzw. schlecht, wie bei den ganzen Durchschnitts-PCs vielleicht auch. Ne? Einfach aus dem Grund raus, dass die Engine nur einen Kern so richtig ausnutzt. Repi, Moinsen, grüß dich. So, deshalb habe ich mir eine starke Single-Core-Performance-CPU geholt, einfach nur aus dem Zweck, damit ich hier etwas konstanter bin. Punkt, Inder, Moinsen. Hab 1000 Euro Budget für den reinen Rechner. Das ist doch ordentlich. Tobias, Dankeschön auch für deinen Raid. Vielen lieben Dank. 1000 Euro, da kannst du doch schon gut was mit anfangen. Das Problem gerade einfach, wenn man sich jetzt einen Rechner baut, du kriegst jetzt keine Grafikkarte. Also du kriegst Grafikkarten, aber zu Preisen, die völlig abnormal und abstrus sind. Das ist das richtige Problem. Dirk, grüß dich, mein Guter. Felix Deutelus, das ist jetzt schon mit mir gemeinsam der dritte Felix, glaube ich. Wir werden mehr. Ja, Grafikkarten sind halt aktuell das Problem. Alles andere sehe ich nicht als Problem, wenn man sich einen PC zusammenstellt. Das heißt, wenn man noch eine alte Grafikkarte hat, einfach halten und ein bisschen abwarten noch. Ja, einer. Guten Abend von Astro TV zu dir. Astro TV, also ich weiß, ich kenne nur ein Astro TV, das lief, glaube ich, das war ein Fernsehsender und der hat immer was, Sternzeichen, nee, Quatsch, was hat er immer vorgesagt? Ihr wisst schon, erstmal Brüstchen. Na, keine Ahnung, aus den Karten gelesen und so ein Zeugs. Mal lieber ein paar mehr Bjarnes hier, das wäre super. Bjarne wird, glaube ich, eher schwierig. Den Namen hört man, glaube ich, nicht so oft. Ach, Felix Feuer Nummer 4. Ja, geil.
Fan, grüß dich. Ja, sehr selten, aber dafür ganz cool. Ich finde ihn cool. Es ist halt, also wo wir uns Namen, ich verrate den Namen jetzt nicht, aber wo wir uns Namen für unseren Sohn ausgesucht haben, wisst ihr, wie schwer wir uns mit Jungsnamen getan haben? Mädchenname wäre sehr schnell da gewesen, aber Jungsname. Oh, Snow. Ja, kein Ding. Knolli, moinsen. Ja, Jungsnamen sind schwer, weil... Ja, ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß nicht, warum das so schwer ist. Abend und Symbol, Siri, Abend. Ja. Aber wir haben es letzten Endes geschafft. So, modtechnisch, was gab's denn heute hier Schönes? Weißt du schon etwa, mit was für ein Gerät auf der Untergriesbach arbeiten musst? Ja, gucken wir uns dann gleich an. Bauerhorst, guten Abend. Also, wir haben ein paar Updates. Kann mir echt mal einer erklären, warum mir immer die Nase juckt, wenn ich streame. Ganz ehrlich jetzt. Das kann ja nicht normal sein. ModHub geht wieder. Ich hätte gestern ging bei mir ModHub nicht. Auch sehr interessant. Ah ja, das habe ich schon gesehen. Und das finde ich mal mega interessant. Fruit Adjustments. Meine Geschwister sind noch Personen aus Michel und Lüneberg. Aha, geil. Ernsthaft? Das ist ja klasse. Der kleine Michel. Tenai, moinsen. Und zwar, was der Mod macht, ist die Verkaufspreise und Erträge, glaube ich, auch. Dieser Mod verändert die Eigenschaften von vielen Früchten auf Basis von Werten aus der Realität. Saatgutverbrauch und Ertrag wird angepasst und ausgerichtet auf ein realistisches Niveau. Das finde ich gut. Was hältst du von den neuen DLC-Ankündigungen? Wirst du auch tüffeln gehen? Natürlich. Natürlich, Ausrufezeichen Grimme. Ach, gut geht's, Hinei, gut geht's. Nee, ich habe da wirklich Bock drauf. Wer mich aus dem 17er noch kennt, weiß, dass ich auf Westerrade so ein Kartoffelprojekt hatte. Im 13er hatte ich das auch schon gehabt. Und ich habe mega Bock wieder drauf. Und dann haben wir endlich ordentliche, coole Technik. Ich habe mich heute nochmal zusammengesetzt mit Shifty. Shifty kennt ihr ja vielleicht aus dem VCA-Bereich, mir vom Discord. Bei mir. Von mir. Von meinem Discord, sagen wir so. Haben wir uns nochmal zusammengesetzt, nochmal die Getriebe zusammengesammelt. Er hat nochmal eine Übersicht geschaffen und dann haben wir jetzt eine Liste. Hier für einen Stream, On-Stream, wenn man mal gucken möchte, ist das Ausrufezeichen Getriebe. Und bei mir auf dem Discord gibt es dafür jetzt hier unten den gesonderten Bereich. Supportbereich können wir mal zumachen. Das ist der VCA Vehicle Control Bereich. Da gibt es Neuigkeiten, da gibt es den Stammtisch und da gibt es den Katalog, den ich auch mal ein bisschen aufgeräumt und erweitert habe. Jetzt haben wir 14 Getriebe schon drin. Wobei, ich glaube, hier ist noch ein selbstgebasteltes oder zwei selbst... Ne, ein selbstgebasteltes. Ja, das nimmt Gestalt an, finde ich sehr gut. Welchen Browser? Ich nutze hier den Opera FX. Oder wie heißt der? Ja, also ein Opera FX oder... Opera GX, glaube ich. Der verbraucht nicht so viel Ressource, das ist ganz cool. Ja, auf jeden Fall diesen Fruit Adjustments Mod, den finde ich sehr, sehr interessant. Ich habe mich jetzt noch nicht getraut, den auf dem Server drauf zu hauen. Aber ich habe mir mal die Verkaufspreise angeguckt, die sind halt schon deftig. Wir werden heute auch das Ganze ein bisschen anders angehen. Gucken wir uns dann aber auch gleich an. Ich bin nach dem dänischen Radfahrer Bjarne Ries benannt. Sehr interessant. Sehr nordisch bei Nature alles, ja? Hallo Fischer, moinsen. Also, finde ich erstmal gut. Bewertungen scheinen auch erstmal gut, wobei es noch nicht viele sind. Aber ja. Was ist das hier? Ach, der grüne Leine. Wer kommt heute alles? Na, ich sag mal, der Herr Berch ist da, der Tino ist da, der Andi ist da und ich bin da. Und das ist auch, wir haben das Ganze, wir haben ja die Untergriesbach nicht ohne Grund gewählt, das ist alles ein bisschen kleiner, auch von den Feldflächen her. So kriegt man das bewerkstelligt, ne? Nicht wie bei der Thüringer, wo wir also völlig überlastet waren. Lizard, hier auch sehr interessant. 15 Meter Eigenbauspritze. Da bin ich doch mal arg am überlegen, ob ich mir die auf die Berge schule. Was sagt denn ihr? Denke ich ziemlich cool.
Und der Uwe ist natürlich auch dabei, ja. Finde ich aber gut, Inder. Finde ich sehr gut. Also das ist, finde ich wirklich gut. Und der Griesbach, ja, die werden noch Versionen kommen. Das ist mir, also das ist uns aber relativ erstmal, weil die Karte, also ich bin sie gestern mal ganz, ich habe noch so gut wie nichts, ich komme auf den Hof, ich habe keine Fahrzeuge. Werden wir uns dann alles gleich angucken. Aber ansonsten ist es schon eine mega schicke Karte, ne? Ich habe heute erstmal RMT eingestellt. RMT ist auch schon eine feine Sache. Also das Ding finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Habe ich, glaube ich, sogar schon im Bergisch Ottmar. Kostet halt nur 6.500, fast 600 Liter und hat 15 Meter Arbeitsbreite. Ich bin soweit ganz geil. Wolowitz, moin moin und vielen lieben Dank für deinen Resub im 5. Monat. Dankeschön. Ja, für einen 500er zum Beispiel, der kriegst du natürlich easy gezogen. Das wäre ideal, ja. Was heißt also easy gezogen? Er zieht ihn ja nicht, aber ja. Felix, grüß dich. Ja, und ansonsten, das ist halt natürlich überhaupt nicht mein Ding. Aber ich glaube, dieser Big Bad ist mega gut detailliert. Es ist natürlich wirklich, Bruder, ich muss los, ja, das ist was, also. Aber, ich weiß nicht, die Details sind, glaube ich, ganz geil. Die Beschreibung nicht. Aber was willst du noch dazu sagen? Riesending, 1100 PS, kostet 350.000 Euro, tschüss. Ja, die Untergriesbach hat nicht so übermäßig große Felder, man kommt dann schneller voran, denke ich mal. Und ja, heute machen wir es eh ein bisschen anders. Mir geht's gut, Luca, danke der Nachfrage, auch wenn ich manchmal ein bisschen müde aussehe, das. Ja, ist jetzt aktuell halt immer so, ne? Ihr kennt das ja. Südharz runtergeladen, keine Ahnung, kenne ich nicht. Genau, ja, natürlich, aber mit dem Big Bug drauf, natürlich. Ellerbach habe ich, glaube ich, eine Spritze, wenn ich nicht alles täusche. Leon BVB 99 giftet Art hier 1 Sub to Leon, danke schön für dein giftet Sub an Walle. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ja, die Musik auf Spotify, wenn du welche Playlist ist das? Harris Heller, Lo-Fi Beats, Stream Beats. Stream Beats Lo-Fi. Das ist meine Liste, die dort ist. Die ist es natürlich nicht. Aber ich glaube, Ausrufezeichen L-O-F-I müsste da kommen. Wenn du um erst um 3 ins Bett gehst, das ist ein Gerücht, Dirk. Ich habe halt, irgendwo muss man den Tag hier hinpacken. Genau, Lo-Fi, das müsste die sein. Denke ich mal. Und die ist nämlich ganz geil von Harris Heller, weil die kannst du in Videos verwenden, die kannst du im Stream verwenden, die ist extra nur für Streamer und Videoleute gemacht worden. Und das ist halt schon echt cool. Ich meine, ist halt schwierig, ne? Ich würde gerne mal in der Musik variieren, aber ist. Nico, moinsen. Bist du jetzt eigentlich gezwungenermaßen im Homeoffice? Nee, gezwungen nicht. Ich bin generell eigentlich zu 90% im Homeoffice. Jetzt zu 100%. Ein Zwang gibt's nicht. Es gibt Leute, die sind noch im Büro. Das finde ich persönlich nicht so geil. Aber gut, müssen die Leute selber wissen. Ich bin's nicht. Ich putze mir noch eben 2 Burger. Naja, natürlich mal zu rein. What's the bro? Good morning in the evening. 716 Moinsen. Worum geht's? Es wurde gerade gefragt, ob ich gezwungenermaßen im Homeoffice bin. Wird das MVP-Projekt abgebrochen? Nein, MVP ist dienstags. Projekt Mecklenburg wird auf keinen Fall abgebrochen. Das ist ja LU Wohnzimmer, das ist immer donnerstags. Ich hatte jetzt immer nur donnerstags MVP gemacht. Gut, das können diejenigen nicht wissen, die jetzt noch nicht so lange dabei sind. Weil wir mit dem LU kurz pausiert haben, um eine neue Karte zu, ja, uns auszugucken. Der Sohnemann ist ja auch da. Genau. Also ist das ja so in Ordnung, nicht wahr? Ja, natürlich ist es in Ordnung, aber das Problem ist ja ganz einfach. Kind ist zu Hause, wir sind beide arbeitstätig, beide im Homeoffice und jeder von uns hat immer nur einen halben Tag, um seine Arbeit zu machen. Sprich, also bei mir ist es mein normaler Job plus das Ganze hier. Und das geht natürlich an die Substanz, da kann das Kind aber nichts für. Mich um das Kind zu kümmern, finde ich jetzt nicht anstrengend. Also er kann natürlich auch mal ein bisschen nörgelig sein, ne? Aber es ist schön, weil man hat ihn um sich und ich glaube, das bindet noch ein bisschen mehr. Natürlich sind wir aber auch wieder froh, wenn Kitas wieder auf sind und er will halt auch seine Freunde wiedersehen. Er sagt, also er kann schon
diverseste Wörter sprechen und sagt dann schon die Namen und alles auf. Und daran merkst du schon, der hat Bock, ne? Ach so, Wostebrot, die Streambeats von Harris Heller. Benny Moinsen. Im Stream Countdown, die Tracks sind frei. Ja, die sind von YouTube, Dirk. Alle beide. Und ohne Dings-Lizenz, bla. Freu dich schon auf die Pubertät. So. Nächstes Lied, bitte. Wenn du die Wahl hättest, nach Corona weiterhin im Homeoffice arbeiten, würdest du das machen? Mach ich sowieso. Habe ich auch vorher schon gemacht. Ich bin nur maximal 2 Tage in der Woche ins Büro gegangen, weil wir mindestens einmal in der Woche, wir machen dann so ein Team-Zusammenkunft, wo wir die ganze Woche besprechen, die vorhergehende Woche und so weiter und so fort. Wo wir einfach mal am Tisch sitzen. Und deshalb, ich würde sowieso dann so weitermachen, würde weiter im Homeoffice bleiben, weil ich bin nicht im operativen Geschäft wie die Kollegen. Die Kollegen sind thematisch im operativen Geschäft. Ich bin derjenige, der softwareseitig Projektcontrolling technisch das alles dort macht. Ja, kümmere mich um Newsletter, kümmere mich um, dass die Zeitbuchungen stattfinden können und so weiter und so fort. Wenn ich mal wieder L17 spielen, das habe ich nicht, keine Zeit. Kannst du schon verraten, welcher Hof das ist? Unten rechts? Ich hab die Namen noch nicht drauf. Ich werde schon mal auf dem Surfer huschen, denke ich. Habe ich alles an? Ja, ich habe alles an. Lemmersdorf. Ja, müsste dann Lemmersdorf sein. Das kommt mir bekannt vor. Der Einzige, der manchmal Standbild hat, bestimmt nicht. Da kann ich ja nur empfehlen, vielleicht die Qualität ein bisschen runterzudrehen. Twitch ist da, also ich habe kein schlechtes Internet, ne? Aber selbst ich habe auf Twitch manchmal Probleme. Was ist los, Inder? Bjarne, du weißt doch Bescheid. So, Startversuch Nummer 3. Oh, Hype Train durch, wir haben Emotes. Aber so viele Emotes, ich weiß gar nicht, wann man die irgendwie... Ich weiß heute gar nicht anzufangen, aber Dankeschön, Freunde. Ja, vielleicht in die Richtung. Es ist, wir werden es gleich auseinandernehmen. Ich warte dann mal noch auf den Berg. Dabei kann ich ja schon mal meinen Hof zeigen, den ja jeder kennt und er leer ist. Ja, das ist ein Name, den kann ich mir merken. Na, zu den Höfen und zu den Aufteilungen und all so ein Zeug kommen wir gleich. Ja, lässig Felix. Ja, ne? Ich bin mal gespannt, wie die Performance sein wird. Also auch dieser DD liegt bei uns auf dem Root-Server drauf. Und viel los ist da drauf sowieso nicht. Mal gucken. Ein guter Fan-Mod, der etwas älter ist, in der PS-Klasse zwischen 300 und 350. Schwierig. Stappenbach habe ich auf dem PC im 19 noch nicht gespielt, kann ich nichts zu sagen. Kein Plan. So, hier kommst du nämlich auf die Karte drauf und bums, hast du 60 FPS. Das ist halt geil. Ja, Lemmersdorf ist meine Tatsache. Ich warte aber mal eben noch auf Berg. Ach, der Berg ist schon da. Guten Abend. Hello. Oh, ich glaube, ich muss hier ein bisschen das leider und das leider machen. Ich weiß noch nicht. Was geht? Alles, was Beine hat. Nur kleine Tische und Stühle. Gut, okay. Weißt du doch. Natürlich. Nee, alles wunderbar. Und selbst? Muss, ne? Muss. Sehr gut. Ich finde mich dann, mach in aller Ruhe, ne? Ich bummel dann am Shop ein bisschen rum. Ja, alles gut. Ich bin auch gerade noch, ich
habe die letzten Mods noch mal aktualisiert. Ach ja, ja, ja. Wir versuchen nach Traktor mit der RDA, aber nicht so einfach. Nee, ist auch nicht einfach, das stimmt. Max der Stallbursche, grüß dich. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Map Performance technisch entwickeln wird. Ja, Dito. Du hast jetzt den Hof unten rechts irgendwie genommen, ne? Yes. Der am kritischen Feld 25. Ja, aber ich bin das Feld 25 abgelaufen und ich habe nichts gehabt. Also gestern bin ich mit Tino mal drüber gerannt. Das ist sehr merkwürdig, weil Tino hat sich auch sehr gewundert. Interessant. Ja, warum ohne Seasons? Ohne Seasons war ein Vorschlag von Tino. Der Vorschlag war eigentlich ziemlich gut. Aus dem Grund raus, wenn wir immer ein neues Projekt starten, dann starten wir mit Seasons immer im Frühling, wo es so gut wie nichts zu tun gibt. Wir müssen uns erstmal die Tiere erwirtschaften. Da geht schon mal ein Jahr rum. Und ein Jahr bedeutet in unserem Fall, weiß ich nicht, 20 Episoden oder mehr. Wahrscheinlich. Mindestens. Mindestens, ne? Also da passiert eine ganze Weile halt nicht viel. Tinos Vorschlag war, Freunde, lasst uns doch ohne Seasons starten. Dann können wir ziemlich zeitig in die Ernte gehen. Können die Ernte runterholen, können unsere Höfe bestücken mit Tieren, die die Tiere haben wollen. Und wenn das alles passiert ist, die Ernte durch ist und wir die Versorgung sichergestellt haben, dann schalten wir Seasons zu. Und dann geht's nochmal weiter. Dabei sollten zum Beispiel auch mit Precision Farming etc. pp. Feldzustände, ich meine, die Felder werden zurückgesetzt, das ist aber dann Wurst, weil ja die Ernte durch ist. Dann sollte alles passen. So der Plan. So der Plan. Ob das dann so funktioniert, steht auf einem völlig anderen Blatt Papier. 200 IQ Tilo auf jeden Tino, ja, auf jeden Fall. So, also, ich bin hier unten auf dem Lemmersdorf und er ist komplett leer. Ich habe noch nichts, gar nichts gekauft. Das Einzige, was ich habe, sind Felder. Und zwar habe ich hier unten die zwei Wiesenstücken. Hier ein Feld, da ein Feld. Ich brauche noch eine Wiese, fällt mir da gerade ein. Ich dachte, ich hätte drei. Da muss ich dann nochmal gucken. Ja, zwei Felder, das reicht mir. Und Wiese und ich werde auf Viecher gehen. Machst du Tiere? Ich mache vielleicht so ein bisschen nebenbei. Wir sind nämlich in vier Höfe aufgeteilt. Ich bin hier in Lemmersdorf, mach mein Ding. Der Herr Berg ist in Willersdorf und macht sein Ding. Der Andi ist in Niederndorf und macht sein Ding. Na, Tino ist ganz hier oben im Norden und macht auf Griesenbach sein Ding. Moinsenfrosch. Also ich hatte zumindest nicht geplant, mir Tiere, Grünzeug Gerät zu holen. Ja, das wäre ich auf jeden Fall. Das fachmännische heißt, genau. Das heißt, ich hätte tatsächlich schon den ersten Auftrag, nämlich meine eine Wiese zu mähen und dann in Dingsballen zu pressen. Ja. In Silageballen zu pressen. Ja. Okay. Können wir schon mal direkt loslegen mit der Auftragsvergabe. Ja, Snow, kein Ding, alles cool. So, Taifun da. Ganz unten rechts, die 30. Ja, die müsste ich aber erstmal überarbeiten und 0,86 Hektar sind wenig. Ich brauche halt, Grünfläche brauche ich ein bisschen mehr. Ich brauche, weil ihr wisst ja, ich brauche Gras, Klee und Luzerne. Für die korrekte Fütterung dann. Andi hat gerade kurzfristig abgesagt. Hab gerade auch gesehen, ja. Ja, gut, ja. Ja, alles cool, stört uns jetzt erstmal nicht. Wir machen das so. Berg, sein Vorschlag war es, den Surfer, oder ist es, den Surfer durchlaufen zu lassen, auch wenn wir vom Moin, Surfer Bobo. Runtergehen. Moin, Slappy, grüß dich. Der nette Fabio von vorhin, oh ja, bitte. Wenn ihn jemand sieht, dann ladet ihn gerne ein. Ja, zwei Felder sind zu wenig. Kann sein, aber ich muss erstmal gucken, ich habe jetzt noch 914.000, ich habe keine einzige Gerätschaft und kein einziges Tier. Das Geld wird schnell eng, ja.
Also habe ich auch festgestellt. Ich hab jetzt zwei Felder, ein und nicht mal große Felder, ne? Also beide so 1,3 oder so 1,5 Hektar ungefähr. Ja. Und eine kleine Wiese. Und ein paar Gerätschaften für den Hof, und nicht mal alles. Ach, was ich dir noch sagen wollte, das Geld für deinen Hof, man muss sich ja deinen Hof auch kaufen. Das ja, würde genau, ich. Das kommt auch noch dazu. Nee, das würde ich mir gut schreiben, weil wie unrealistisch ist das denn, dass einem das nicht gehört? Also das dann jetzt noch extra zu kaufen, ist doch Quatsch. Ja, können wir auch so machen. Ja, würde ich auf jeden Fall so machen. Also, wenn du das noch weißt, schreib dir das dazu, bitte. Ich müsste tatsächlich reingucken und mal eine ungefähr gleich große Parzelle rausholen. Ich, immer noch nicht alle Mods? Was ist denn hier los? Manchmal ist komisch. Boah, Feller Grasland Equipment. Ja, sorry, brauche ich. Ja, ist ja gut. Ist hatten ja die gut auf der Untergriesbach nicht wirklich was umgestellt? Ich habe keine Ahnung. Gab es schon wieder ein Update? Ja. Oder mit der Fütterung? Ja, ach so, die Fütterung wurde geändert. Wie wurde die denn geändert? Das wäre natürlich eine echt interessante Information für mich, bevor ich mir jetzt hier noch sinnloserweise ein teures Feld kaufe. Aber ich muss mir erstmal einen Schlepper noch holen. Ja, die V2 sind Arbeit, das weiß ich, aber das juckt uns erstmal nicht. Wir machen jetzt hier erstmal unser Ding und dann sagen, genau, sehen wir weiter. Kannst du im Seasons-Menü sehen? Ah, ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gutes Ding. Na, ich hole mir erstmal einen Schlepper. Ich werde auf John Deere gehen. Viele waren sich dessen wohl schon irgendwo klar. Habt ihr einen anderen Shader? Jetzt gar keinen. Ich habe nur Sweet FX von JBX. Das Lighting-Dings da. JD-Pack-technisch sind wir jetzt in einer weiteren Testversion. Das bedeutet, wir haben normal natürlich 6M-Serie 2020, die sind jetzt zusammengefasst. Ich glaube in Normal- und Schräghauber. Oder es ist noch nicht ganz, das weiß ich noch nicht. Also das ist halt ja alles noch Testversion. Ja, dann haben wir ein 6R klein, wir haben ein 6M. Neu dazugekommen ist ein 6R Mittel. 6R Mittel heißt 635er, 645er und 655er. Und die sind dann auch mit Simple IC korrekt. Das ist echt der Wahnsinn, welche Ausmaße dieses Pack inzwischen genommen hat. Ne? Ist krass, ja. Achso, in den Motor also, auch so. Ja. Das setze ich schon, aber das ist doch mal recht heftig. Das ist auf jeden Fall heftig. Ach, wir haben sogar einen 6090, ist ja krass. 6100, 610, 120, 130 und da kommt dann die normale Haube. So wurde das mit integriert. Okay. Ja, das Pack ist krass. Dann haben wir 6R, 7R, 8R. Jetzt muss ich kurz warten. Mais und Grassilage sowie Heu. Das reicht auch für die TMR. Aber wir spielen ja mit Forage Extension, Horse Extension und. Das ganze Giraffe. Hol dir den mittleren 6R. Nee, ich hab was anderes vor. Wir haben dann sogar mit dabei ein 8RT. Wer sowas Großes braucht. S790, der 500er wird auch wieder reinkommen. Ob das dann schon beim nächsten Mal der Fall ist, weiß ich nicht. Auf dem Hof Diendorf ist jetzt gar keiner, ne? Diendorf? Arminius, grüß dich. Ja, also der Standardhof, den man hier hat. Nee, da ist niemand. Dann sollten wir da vielleicht einmal reingehen, die ganzen Geräte verkaufen, dass sie von der Karte runter sind. Oh ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Was hier noch mit bei ist, ist eine Presse. Ich weiß nicht, ob die dann auch schon beim nächsten Mal kommt. Bei der Presse kann man Garnrollen auffüllen. Den kann man ja auch schön aufklappen. Dazu hat man dann hier auch die entsprechenden Garnrollen. Ich mach das mal kurz, ne? Sehr gern. Und ist jetzt mehr dazu kommen? Ich glaube nicht. Es gibt auch hier und da ein paar Änderungen. Hier zum Beispiel kann man jetzt gucken, ob man Gewichteträger nimmt oder mit Fronthydraulik spielt. Wenn man weiß, man braucht die Fronthydraulik nicht, dann kann man mit Gewichteträger auch vielleicht spielen. Naja, und solche Geschichten. Was ich heute spielen würde oder was ich mal als Hauptschlepper nehmen würde, wäre nicht der 6R Mittel, sondern ein 6M. 6M, aber auch ein 6155. Das kann sein, Bjarne, das kann sein. Das weiß ich noch nicht. Ich habe die noch nicht probiert. Idee
wollen wir dann Hof Diendorf dazu benutzen, den Biogasbetrieb zu übernehmen? Dann würde ich denen die Parzelle kurz kaufen. Ach so, die BGA ist ja kein eigener Hof. Ja, genau. Oder? Warte mal, wir haben doch hier die BGA. Gibt's doch. Den Hof. Ach du, da, ja, tatsächlich. Oh, schnell. Ja, alles gut. Soweit hatte ich noch nicht gescrollt. Nicht, dass das dann hier in IDs durcheinander rutschen, all so ein Zeug, ne? Du weißt ja. Alles gut. Genau, die BGA werden wir wieder gemeinschaftlich betreiben. Ja, und dann gucken wir mal, was wir so, wie wir so zurande kommen. Der Fakt ist, dass wir jetzt dann quasi schon ja, im Sommer, quasi im frühen Herbst beginnen und Ernte machen, dann schon rechtzeitig unsere Versorgung haben, ist halt das, was wir jetzt ja ein bisschen anders machen. Genau. So, Hof sagst du wieder gut schreiben, ja? Ja, Hof bitte wieder gut schreiben. Das ist wert 368.006. Mhm, hau dir drauf. 6R-Mittel kann ich gleich machen. Ich werde den 6L nehmen, ich konfiguriere den mir erstmal und wir haben natürlich auch wieder eine Stadtverwaltung und die Stadtverwaltung kann natürlich mal, weil LU Wohnzimmer ist ja auch ein Projekt, was viel testet, ja, was Sachen auch ausprobiert. Und da haben wir natürlich wieder so ein Stadtverwaltungsding, wo wir uns mal von da aus ein Fahrzeug hinstellen können, um das mal ein bisschen auszuprobieren. Ich konfiguriere mir jetzt das Teil hier erstmal zusammen. Schön, ich habe den Hof mit Zuckerrohr direkt vor der Haustür. Herrlich. Baumwolle auch gleich, ne? Baumwolle ist hier auch irgendwo, ja. Ja, ich weiß, es muss weg. Hey, Radmoinsen. Ja, hier werden jetzt viele wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber ich mag das Design. Mag das so. Und umleuchten lassen wir Standard-Auspuffblende. Dafür habe ich auch kein Geld. Dafür habe ich auch kein Geld. PDU mache ich auch nicht. PDU wäre hier in der Säule, in der A-Säule. Lasse ich aber auch weg, zu teuer. Was ist denn hier passiert? Wirst du das Grimme-Pack vorab bestellen dürfen? Würde es gern erst sehen, bevor ich es über deinen Link kaufe. Ich werde es voraussichtlich morgen bekommen. Oh, das werde ich mir auch holen, ne? Alleine für die Multitrader. Mega, oder? Ja. Ach, richtig gut. Alles klar, Sinne. Oh ne, der Chili braucht gelbe Fäng. Och Leute, ich weiß, es ist aber. Ist doch in Grau so schön, findet er nicht? So. Ich kann auch kommunal machen. Oder guck mal, schwarz mit gelben Felgen. Guck mal hier, kommunal. Hole ich mir jetzt noch ein Feld dazu? Oh, ich denke schon. Jetzt habe ich ja wieder Geld drin, ja. Naja, ich würde es machen. Nein, komm, mach ich nicht. Aber Dirk, ich weiß nicht, graues Design. Oh, gut, dann nehme ich den halt mit gelbem Design. Ja, eigentlich finde ich grün noch schwarz. Nee, schwarze Felgen, auf keinen Fall. Wir können auch hier machen. Pink Edition. Würdest du das Grimme-Pack auch auf Steam geben? Bestimmt. Nö, ich mach das hier in Grau. Wir sitzen doch sowieso die meiste Zeit drin, Freunde. Sehen wir doch sowieso nicht. Das Zuckerrohrfeld werde ich mir nicht holen, das könnt ihr vergessen. Nee. Das tue ich mir. Ey, Frau Schmeusen. Tagfahrlicht werden wir aber nicht machen. Ne, hab ich auch kein Geld für. Aber was wir machen werden, ist die Höchstgeschwindigkeitsversion auf 53 km/h. Einen Bordcomputer konfiguriere ich mir dazu, der sitzt dann hier. Und GPS mit RTK-Antenne, einfach weil es so schön aussieht, nicht weil man sie braucht. Sehr gut. Ja, sieht schick aus. Ja. Und natürlich ein 655. Natürlich. Ist alles. Und einen Frontlader brauche ich auch. Graue Felgen mit gelber Abdeckung, Frontzapfwelle. Ja, nu, was soll ich machen? Dirk, was soll ich machen? Nehmen wir das. Und dann mache ich noch eins. Das hier noch. Dann haben wir quasi das ausgegeben, was wir jetzt für die Hofparzelle wiederbekommen haben. Ja, das ist doch prima. So, was ich mir nämlich in den hier noch reingeschrieben habe, ist eine AMT-Transmission, die Standard vom 6M aus dem Real Manual Transmission, weil sich das schöner fährt. Habt ihr Augen ärger vom GPS? Nicht, dass ich wüsste. Gibt's auch einen Frontladerschutz? Ja, gibt es. Würde so aussehen, aber das mag ich nicht.
Wow, Max, Alter. 1000 Bits, Mann. Vielen Dank, Max. Dankeschön. Ist doch schon okay. Vielen Dank. 53 Kammer ist zwar real, aber nicht empfehlenswert. Nur höherer Verschleiß. Ja, was ja das Problem ist, meine RMT-Abstimmung geht bis, ich glaube, 54 oder 53. Wenn ich jetzt eine 45er-Abstimmung mache, kann es passieren, dass der permanent nur zu niedrig dreht. Ich weiß es nicht. Deshalb, ich mache die 53er. Vielleicht nochmal einen zweiten Anhänger. Ich habe erst einen Anhänger, ich brauche noch einen zweiten. Ja, muss ich auch noch gucken. Ich bin mir noch nicht mal sicher, was ich für einen nehme. Ah, ich ganz ehrlich auch nicht. So, den kaufe ich jetzt. Ja, und ich kaufe den im grauen Design. Und was war jetzt? Ich bin kein Farmmanager. Ich bin kein Farmmanager. Oh, ich gehe am Stock. Wieso denn? Wie, was, hä? Muss ich mich als Admin ein... Vielleicht noch so ein hier, in braun. Was nimmst denn du für Anhänger? Also ich habe einen Reisch, Reischemel. Ich überlege, ob ich den Agroliner TKD 302 nehme. In Tandem, in braun. Ich glaube, den nehme ich. Erstmal so grundsätzlich als Transportanhänger. Haben wir zwei. Das ist ja vielleicht schon mal sinnvoll. Ich bin halt noch schwer am Überlegen. Da brauche ich den Chat noch für. Das Silber kostet nur extra Geld. Na und, dafür haben wir keine Auspuffblende. Schluss aus, Ende der Diskussion. So muss man das halt auch mal sehen, ja. Ja. Lieber schneller als schicke Auspuff. Wenn jetzt komme ich nicht in den Schlepper, weil ja irgendjemand sein Akkuleiner davor geparkt hat. Huch. Huch. So, aber ihr seht, wir haben jetzt... IC. Ah, IC. Wir haben IC. Ah. Marius, danke für dein Follow. Herzlich willkommen, Maga. Runterklappen, wenn ich nicht wieder das IC-Problem hätte, was man im Multiplayer irgendwie immer hat. Okay, dann lass mal unseren Anhänger holen irgendwie. Oh, ich sehe gerade, ich habe keine Frontschutzbleche. Das geht ja gar nicht. Och Mann, wie krieg ich denn das jetzt hin mit dem IC? Ich habe zuerst von außen die Tür aufgemacht, das war blöd. Jetzt geht das im Multiplayer mit dem IC wieder nicht mehr. Da muss ich erst was anhängen, dann geht das. Ach so, die Geschichte. Ja. Links in meinen Schätzchen, Moinsen, grüß dich. Und Marius, moin. Können wir mal jetzt einer sagen am 6M, welcher Frontlader da passt? Ob der 603R oder der 643R? Nee, Cosplay haben wir nicht. Dankeschön. Machen wir natürlich auch mit grauen Schriftzügen, ist doch klar. So, geht das jetzt hier? Nee, geht nicht. Oh, einmal übers Verkaufsgelände hier, macht aber nichts. Danny, moin! Und wenn der dran gekoppelt ist, dann könnten wir theoretisch durchschalten. Und dann geht die IC hier auch. Hoffe ich doch. Was jetzt natürlich nicht ist, ist der Hebel hier bewegt sich normalerweise. Aber mit RMT natürlich nicht. Außer wenn ich das Getriebe neutral stelle. Dann schon. Wieso, Inder? Was ist los? Moin, Kalle. Grüß dich. Ja, aber Freunde, das geht ja bei mir im Singleplayer. Ja? Muss man noch was anderes anhängen.
Gibt so viele neue Anhänger, Bärchen im Standard 17er. Ja, stimmt sogar. Wir haben keinen vernünftigen Tandem. Oh, da hättest du was noch gesagt. Dann hätte ich da dann einen draufgepackt. Da guck ich in Ruhe nochmal und dann. Vielleicht tausche ich den dann nochmal durch oder so. Guck mal, haben wir auf der Karte eigentlich einen Gülle-Kauf? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Ach, hier steht's Gewicht. So, wenn das nicht geht, dann gehe ich gleich nochmal auf das Kommunale. Und dann zeige ich euch noch den 6R-Mittel. Ja, die BGA Geres, aber dafür müssen wir auch erstmal. Dafür müssen wir erstmal Mais an den Biogas verkaufen. Genau. So, geht das jetzt? Geht nicht, krass, ja. Ich kann mal eben fixieren. Kann man das jetzt überhaupt? Ja, konfigurieren, das habe ich. Ach, an der Biogas gesehen. Kann man Gerste kaufen. Ach, guck mal, echt? Na, guck, das wusste ich auch nicht. Das wäre natürlich nice. Oh. Ja, genau. Nein, man kann. Was macht er? Zusatz muss ich sagen. Okay, blöd, dass ich das jetzt von außen. Mal gucken, ob wir den wieder rankriegen. Na, pass auf, dann machen wir eins. Da setzen wir den mal schnell zurück und dann geht das IC. Ach, er hängt da unten drin. Oh. So, komm mal hier, Frontlader. So, oh, stopp. So, dann kann man hier das Lenkrad hoch und runter. Man kann hier den Schlüssel. LS Flow, moin, LS Hacker, grüß euch. Man moin, moin, kann herzlich willkommen. Hier einmal ankippen. Und einmal zumachen. Heckfenster kann man nicht machen oder noch nicht machen, das weiß ich nicht genau. Aber ich kann hier vorn aufkippen. Hier seitlich kann ich noch nichts machen. Ich kann den anderen. Ach doch, hier. Ist da alles da. Wie, du kannst den nicht nehmen? Nee, das geht nicht. Ich bin gerade gesehen, das geht nicht. Geht einfach nicht. Geht nicht schön. Der ist nicht so geil. Ne? Der ist nicht. Der Annaburger? Nee, das ist der. Nee. Ja, Alaska, was los? Alaska, immerhin habe ich schon mal einen Güllefass. Ja. Also das Wichtigste ist schon mal ein Güllefass. Ja. Ja, sind wir IC-Trigger Modden angepasst? Der Repi ist nämlich hier der Master of Disaster. Oder nehmen wir den Reichstandem? Der ist natürlich auch nicht so schlecht. Ne? Ich kann noch. Nee, also den Reich, den die im Dings rausgebracht haben. Im Adventskalender. Mhm. Na, ich guck mal. Nach dem Internet gucke ich mal in Ruhe. Was ich aber sowieso noch kaufen wollte, ist ein Flug. Den brauchen wir früher oder später mal. Das ist halt blöd, wenn ich hätte den ja erst abmachen sollen, bevor ich das zurückgesetzt habe. Yes. Gleich Rüben roden. Rüben roden? Ja, ich habe ein Feld mit Rüben. Ich habe ewig keine Rüben mehr. Mhm. Ich werde gleich. Ich muss mir einen Grubber kaufen. Ich wollte auch schon mal den Frontlader noch mitnehmen. Ah, komm, Freunde, das Gespann ist doch super. Ja, VCM fertig. Deswegen muss ich mal damit. Aber ich wechsle jetzt mal für euch den Hof und zeige nochmal den 6R Mittel.
Dafür habe ich im Übrigen Landkreis Untergriesbach eingerichtet, Berch. Landkreis Untergriesbach. Und da können wir dann für testen. Ah, okay. So, 6 ermitteln. Der ist. Ja, ein kleines Stück kleiner als der 6R natürlich auch. Logisch. Ich glaube, generell in den ganzen Maßen. Sinis. Danke für dein Follow. Herzlich willkommen. Ja. Kaufen wir bei der Gelegenheit nochmal notgedrungen ein Fendgewicht. Ach, guck mal, hier haben wir die John Deere Designs. Ach so, mit den Oberlängern. John Deere Designs gibt es ja genauso. Ich lasse das jetzt Standard. Von mir sogar mit gelben Oberlenkern. Und umleuchten, das kennt ihr auch alles noch, bis LED, Orange und all so ein Zeugs. Auspuff, Blende, natürlich. PDU hier beim 6R kann man auch konfigurieren, wenn man das möchte. Beim 6R Mittel, ich würde es weglassen, weil ich das so möchte. Ist schon Kartoffelzeit. Ich glaube, mit dem Grimme Pack könnte ich mir auch überlegen. Wobei, ich werde wahrscheinlich nur diese Multitrailer benutzen. Ne? Ich werde da schon einiges benutzen. Weil ich diese Förderbänder da super interessant finde, was die da das dabei haben. Weil ich sag mal, von den Rodern her ist es halt alles kleiner, als was wir bisher schon haben. Ne? Es ist ja nur irgendwie ein Einreiher oder ein Zweireiher. Ja, aber auch neue Technik halt komplett dabei. Ne? Das auf jeden Fall. Deswegen spannend. Ja. Ich würde die 499 nur für die Multitrailer ausgeben. Ja, ist so okay. Panoramadach können wir am 6R Mittel sogar machen. Na. Mit Stil unterwegs, ne? Mhm. Das Update, das kommt, wenn es soweit ist. Wie immer, da gibt es kein Release. Oh, okay, das wird eine schwammige Nachheimfahrt. Macht aber nichts. Oha, ja, ich räume das mal hier, das Gerät mal hier aus dem Weg. Alles gut, alles gut. Ach, guck mal, bei mir läufst du dann noch, ne? Das ist ja spannend. Ja. Also, hier haben wir auch wieder die Schlüsseldreherei ist am Start. Lenkrad ist am Start. PA19UL. Danke für dein Follow. Ich weiß leider nicht, wie man dich komplett ausspricht. Paul? PA19UL. Ach, 19 ist also nicht Paul. Paul. Ich wette, es ist ein Paul. Bist du ein Paul? Aber ach, die Roder sind die Schwartaufsammler für die Welt. Ja gut, das kann natürlich richtig, sein. Richtig. Schwart ist richtig. Halt interessant, ja. So rum gesehen macht es natürlich irgendwie Sinn. So, hier haben wir Panorama, hier können wir nichts aufmachen, aber hier kann ich die Scheiben nicht öffnen. Zumindest dann wahrscheinlich noch nicht. Aber hier haben wir wahrscheinlich anheben und aktivieren. Ne? Paul, die 19 weglassen. Ja, LSA gerade ist. Und im Dashboard hat sich ein bisschen was getan. Soweit konnte ich mir das schon. Aber das ist doch irgendwie. Cedric, danke für dein Follow, dankeschön. Als Einreiher, ja, alles Einreiher, richtig. Naja, ohne Terrenreihe. Da muss man mal gucken, welche Felder wir Sitz, wenn ich find's. Am Sitz? Wo am Paul. Sitz? Paul. Dann bist du jetzt Paul, ohne 19. Vielleicht habe ich ja noch nicht die allerneueste Bildversion, Repi. Armlehne. Oh, hier nicht, ne? Ah ja, okay, alles klar. Spannend. Gut. Also da haben wir einen 6R Mittel und wenn wir mal einen normalen 6R noch hinstellen und einen kleinen 6R hinstellen. Ich glaube, das hier links ist unser Raps. Jawohl. Dann kann man das eigentlich. Ah ja, moin, hier sind diese komischen Umguck-Sachen noch an. Kann man das ganz gut sehen.
So, die 35 ist auch unsere, aber ich glaube, also ich glaube, hier sind für die John Deere Fans ist dann jetzt auch alles bei. Auch die halt ein bisschen weniger Motorleistung mal haben wollen. Hier geht es auch bis 300 PS. Und wir beginnen ja bei was? 100, 110? Ja, der Berg, ich weiß auch nicht, der läuft hier noch ein bisschen rum. Na, also, das ist schon mal ganz geil. Simple IC wird überall mit drinnen sein. Auch in Thresher, Häcksler und so weiter und so fort. Alles vom Feinsten. So. Zurück zur Arbeit. Ich weiß auch noch gar nicht, wo hier bei mir am Hof tatsächlich die Gülle reinkommt. Die hinten in den runden Bunker kommt oder da vorne in die Grube. Werden wir auch sehen. Das würde ich mir ja mal gern ansehen. Ich glaube hier unten, oder? Wo du jetzt lang fährst. Weil da oben ist ja noch so eine Güllegrube. Aber ich würde auch fast sagen, hier unten. Wahrscheinlich schon, ja. Was macht die Prüfung so? LSR ist doch schon längst bestanden. Na, da hat er. Hat er schon lange den Schein. Seasons machen wir erst drauf, wenn 22, wir da durch sind und die Tiere schon da haben und alles soweit ist. Weil wir sonst einfach eine komplette Saison halt wieder keine Tiere haben und so weiter und so fort. Obi, Dankeschön für 205 Bits. Vielen lieben Dank. Interessant, meine Scheibenecke ist ein bisschen gewandert. Ist ein bisschen gedreht. Die Scheibenecke, das ist neu. Och, so, jetzt rege ich euch doch nicht auf wegen den silbernen Felgen. Nun komm. Bitte. Das geht schon. Bisschen zurechtrücken hier. Ein grober wäre ich mir, glaube ich, wenn ich die Kategorie jemals finden sollte hier. Wenn ich die Kategorie. Ich glaube, ich werde mal wieder ein Corona 300. Ein grober fehlt mir tatsächlich noch. Okay. Ich überlege, ob ich den Vektor nehme, die 4 Meter Variante. Ich hätte dir auch noch einen 500er. Also das Update vom Dings ist noch nicht drauf. Vom Kerner. Quatsch. Achso. Doch, vom Kerner. Jetzt darf der auch einen Realträger. So sieht das aus. Der darf jetzt auch einen Realträger fahren. Ja, darf er. Oh. Ach, das Problem ist jetzt wieder am 500. Scheiße. Das ist blöd, dass ich das Update noch nicht drauf habe, obwohl wir könnten hier einen APV 300 Steuer schon drauf machen. Das Problem ist ganz einfach jetzt daran, dass wir hier Luzern und Klee nicht eingetragen haben. Ja, Tino kommt auch noch. Tino kommt da. Müsste gleich da sein. Weil ich hätte jetzt gleich das Gras eingearbeitet. Und gleich mit der APV Steueranlage Klee und Luzerner mit drauf gegeben. Verstehe, ja. Das habe ich nicht bedacht. Agrario. Ich habe mich vorhin schon gefragt, wie man deinen Namen ausspricht. Moin und danke für dein Follow. Herzlich willkommen. Hey, Andi hat kurzfristig abgesagt. Andi kommt nicht. So, haben wir das? Haben wir das? Räder brauchen wir nicht. Hydraulik brauchen wir nicht. Macht Felix. Grünland? Ja, genau. Jo, mach ich. Da können wir mal gucken, ob wir mit Bodenbearbeitung anfangen oder ob ich direkt einen Schnitt mache, damit wir das hässliche Unkraut auch mit weg haben. Das sieht ja ohne Seasons furchtbar aus. Ja, ne? Grausam. Grausam. Moin, Sau, grüß dich, herzlich willkommen. Farbegruppe haben wir nicht drauf. Ausstattung für sowas habe ich kein Geld. Brauche ich nochmal irgendwie. Aber hier werden wir es wohl montieren. Den nicht. Ist denn jemand mit Ballenwagen oder so? Ja, auch da fehlt noch sicherlich was. Oh, die Reihstrehschirme sind halt auch so schön. Die RD 180. Vielleicht hole ich mir einen zweiten davon, machen wir Drehschirmen-Action irgendwie. Natürlich. Ach nee, warte mal, Ballenwagen haben wir doch hier bei Ballentechnik. Ich honk. Ja, ohne Season.
fangen ohne Seasons an. Das hat man anfangs einmal dargestellt, weil wir jetzt quasi erstmal so ein bisschen unsere Vorräte auffüllen. Ich hab doch jetzt ein Projekt, wo ich mich hocharbeite. Wir haben einen kleinen 6M. Also einen kleinen 6M, einen großen 6M. Aber das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange. Und wir haben zwei Felder und zwei Wiesen, wobei ich noch eine weitere kaufen muss. Also... Autoload, Magger, mach mal raus hier. Autoload. Nee, brauchen wir nicht. Das ist instant. Wo gibt's denn den Saugarm fürs Güllefass? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Bei einem Akolyt-Discord. Ah, guck mal. Akolyt-Discord. Jo. Ich mach mal. Boah. Inder, kein Ding. Gerne, hau rein. Es muss ja nicht gleich wegrennen, nur weil die Felgen gelb, silber sind hier. Das kommt mir nicht an. Das kommt ich mir nicht an. So ein Scheiß. Ja, genau. Grachio, ich schau nicht über dir, du fährst wenigstens kein Ding. Guten Abend. Moin. Naja, ich kaufe mich ein. Aber das sieht erstmal die Silageballen machen und dann decken wir uns mit Transportzeug ein. Weil ich glaube, einen Anhänger hole ich mir. Ich brauche ja auch irgendwas für einen Dingsbums zu verladen. Paletten und so. Kommt noch ein weiterer Schlepper? Naja, von der Sache her brauche ich noch was Kleines. Also einen zweiten brauche ich noch irgendwie. Oder eben... ein Radlader oder sowas. Das war immer der schnellste Sync aller Zeiten. Auf jeden Fall. Na, Tino, ich muss dich mal ein bisschen lauter machen. Du bist sehr leise bei mir. Dann mieten wir uns einmal die Rübentechnik jetzt. Na, du bist sehr leise. Ach, das ist jetzt, wenn man irgendwo lang gemacht hat. Das macht nichts. Das damit können wir umgehen. Oh, schnell weg hier. Ja, da ist ein bisschen Rübentechnik gespawnt. Na, sehe ich. So, wir fahren jetzt hier ein Power Quad Getriebe. Oh, hier müssen wir nochmal. Das bedeutet, wir haben hier. Das ist im Übrigen von den Buchstaben her irgendwas schief gegangen. Das ist nicht wirklich lesbar. Wir haben Gang A, B, C, D und E. Und wir haben dann drei Ranges hier am RMT, die wir hier entsprechend Lastschaltstufen sollten, das denke ich eigentlich sein. Die wir dann hier entsprechend per Knopf schalten. Wird gefixt. Ja. Und jetzt fahren wir nämlich dann RMT, das ist nämlich was ich halt auch selten mache. So, den wollen wir mal. Wollen wir halt noch mal ein bisschen das wegschaffen, ne? Schmidti, Moinsen. Der müsste aber vier Stufen haben. Müsste der vier haben? Wir haben Precision Farming drauf, stimmt. Bodenproben müssen wir dann natürlich auch noch nehmen. Aber das können wir auch theoretisch erst später machen. Weil wir jetzt eh schon alles erntereif haben im Prinzip. Ja, einmal alles runterruppen und dann. Und dann machen wir das. Und wenn wir das runter haben und versorgt haben, dann können wir eigentlich Seasons zuschalten. Dann kann das von mir aus früher sein. Aber dann haben wir genug zu tun. Martino, du bist echt massiv leise, ich höre dich kaum. Bei mir auch. Echt? Ja. Mach mal deine Discord-Ausgabe ein bisschen lauter. Um Himmels Willen.
Nee. Das musst du sicherlich in Systemeinstellungen machen. Dass du bei Systemsteuerung, Audioeinstellung dein Mikrofon lauter stellst. Weil das. Nur bei Discord kannst du ja auch sagen, Ausgabe laut stellen. Ach so, ja, stimmt. Das ja, unten denn deine Einstellung. Weil wenn du jetzt was sagst, ich höre dich halt überhaupt nicht. Durch die Geschichten hier mal. Mach ich dazu auch YouTube-Videos? Ja, mit Sicherheit wird dann das ein oder andere Video kommen. Die Replays natürlich auf alle Fälle. Wie gesagt, nachsehen. Danke für dein Follow, dankeschön. Herzlich willkommen, moin moin. Ich glaube, hier rechts hoch ist unser anderes Feld, was wir uns noch gekauft haben. Da müssen wir mal gucken, was da eigentlich drauf ist. Jetzt fahren wir erstmal, wir werden zusehen, dass wir so schnell wie möglich halt Progress machen, ne? Also Fortschritt machen. Dass wir hier ratzifatzi vorankommen. Wird dem jetzt besser? Bisschen, ja. Wie ist es jetzt? Ah, jetzt ist gut. Wird. Ja. Das stand auf Null. Ja, das ist natürlich wenig. Ja, das ist Null ist ziemlich wenig. Null ist... Ob ihr gehört habt. Ja, schwer nur. Wurden die Sounds vom JD-Pack nochmal geändert? Es kann durchaus sein. Wo soll ich euch denn jetzt unterstützen und mit was? Das müssen wir uns jetzt erstmal raustüdeln. Ich glaube, Bärsch hat was zu mähen. Zu mähen, genau. Ich hätte eine Wiese zu mähen. Und ich hätte. Ah, ist dennoch ein ganz guter Weg hier nach unten, ne? Also, das ist jetzt doch nicht ohne. Genau, ich habe einmal was zu mähen. Nämlich die 88. Mhm. Was ist denn mit drauf? Ist da überhaupt was drauf? Ja, irgendwas hat so. Ach du, das sind glaube ich sogar Kartoffeln. Hast du denn Schwader oder so ein Zeug? Ah, du hast doch Rüben, oder? Ja, da gehe ich jetzt rein. Auf der 32. Ich habe da auf der 53 habe ich Kartoffeln. Was, Schwader? Ja. Schwader? Hast du? Habe ich mir ein Kartoffelfeld gekauft. Tja. Hast du Schwaderberg? Nee. Also muss auch geschwadert werden, oder? Ach nee, wir können dann Schwad legen, ne? Ich habe nichts gekauft. Ich kann sonst auch mit hochkommen, Schwader. Ist auch schön. Jetzt hört man was. Ja, LS Agrales sind die Dino ganz nett grüßen. Schönen Grüße zurück. So. Moin Jagger. Oder Jagger. Wunder mich, dass bei dir wandert der 6230R, wenn du die Lenkung einschlägst. Okay. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, der ist ohne Season sieht einfach komisch aus. Ja. Nicht schlecht. Schlecht halt nicht, aber. Ungewohnt halt, ne? Also die Wiese wird direkt geschwadet, ja? Also nicht voll oder das irgendwas. Nee, einfach Silageballen fertig. Mhm. Ich leg mir das erstmal hin und wenn ich mir Tiere hole, dann habe ich was und wenn nicht, dann kann das einer von euch auch kaufen. Was ist denn das? Ich glaube, ganz normales Gras. Ich habe es mir aber noch nicht im Detail angeschaut. Mhm. Ups. Naja, hast recht, Felix, hast recht. Das ist, ja. Die Krone laufen wieder im MP. Gab's einen Fix-Dirk? Also erstmal hier irgendwie die Gerätschaft abparken. Ja, scheinbar müssen wir dann den großen Schlag Kartoffeln noch runterholen. Das ist so. Oh, können wir damit warten noch? Ja, genau, wir warten noch. 5 Tage. Ich weiß es gar nicht, ich glaube man könnte sogar. Theoretisch? Weil ja, wenn das Kraut runter ist, ich weiß gar nicht, ob die dann so schnell verwelken. Oder ob du die mal theoretisch kannst Kartoffeln, ja, wenn es keinen Frost gibt, kannst du die ja in 3 Tage im Boden lassen. Ja. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir jetzt die Höfe hier unten haben, weil dann sieht man auch mal so ein bisschen, was der Nachbar so macht, ne?
Ja, das stimmt. Irgendwie was. Das stimt. Hab ich euch auch meine Ruhe. Du hast da auch deine genau. Ruhe, ja. Und wenn wir irgendwie in den Norden oder du in den Süden willst, dann müssen wir in der Mitte durch den KI-Verkehr, weil ich glaube, der ist irgendwie in der Mitte nur auf der Hauptstraße, ne? Also KI habe ich noch ganz oben rechts gesehen. Ja, genau, ist irgendwie nur über eine Straße oder sowas. Das soll aber bewusst wohl so gewählt sein. Ich habe ein Problem. Da kommt doch keine Sau von uns hin. Sehr gut. Die Fronthydraulik. Die. Na gut, dann würde ich jetzt mal die volle Metrik kaufen. Und dann alles niedermähen. Alles niedermähen. Nicht doch. Auch auf sowas habe ich jetzt einmal gar keinen Bock. Dann nehme ich das nochmal der Pöttinger mit Mower Conditioner am besten. KI ist gering gehalten auf dem Web. Ja, ja, das finde ich jetzt gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ja. Soll aber auch noch mehr werden, glaube ich. Ja? Aber die Strecken sind einspurig. Es wird schwierig. Ich wollte sagen, wir sind ja alles eher so Wirtschaftswege hier unten. Das ist ein cooles Feature hier. Nochmal abhaken. Wir können es probieren, aber es kann natürlich auch sein, dass das hier am Fahrzeug liegt. Dieses Zuckerrohr hier, dieser Wald muss unbedingt weg. Oh Mann, ey. Was denn? Meine Fronthydraulik bei meinem 6M geht nicht. Oh. Oh, hier rechts sind. Ich sehe die Rüben vor lauter Unkraut gar nicht. Naja, okay. Tja, sieht alles nicht Schlepper, gut aus. Ja. Ach, das ist echt. Na gut. Liegt bestimmt an den grauen Felgen. Ja. Gut, das ist ein absoluter Hotfix. Der muss ziemlich schnell gemacht werden. Dann mähe ich halt heute noch nicht. Ist auch nicht schlimm. Dann gehen wir. Doch, ich hätte mähen müssen. Scheiße. Ich kann es doch für dich mit runtermähen, wenn ich das alles einmal dran habe. Wenn du das aber alles für mich machst, habe ich bei mir am Hof einen Schmerz zu tun. Das macht auch wenig Sinn. Hast du nicht dann zu schwaden oder zu pressen? Ja, schon, aber dennoch gehört das ja trotzdem. Da brauche ich ja die Technik alles nicht. Nee, heute von Anfang, wir müssen erstmal irgendwie reinkommen. Ja, richtig, dafür muss ich mich auch erstmal hier kurz ein bisschen orientieren. Dritte Fläche brauche ich ja auch immer noch und. Das beim auch mit dem manuellen Ankuppeln. Ah, das ist aber, das ging doch vorher, der 6M ging doch vorher. Also ich könnte mich nicht erinnern, dass das nicht funktioniert hat hier. Mit Manual Attach. Zumal das ja hinten ohne Probleme funktioniert. Wahrscheinlich ist es, ja, Simple IC hier und da und dort und dann geht's irgendwie nicht mehr. Ein Fehler. Schade. Zurück. Vielleicht sollten wir uns vorne an der Straße erstmal das Vordergewende wegmachen, damit wir da die Mitte bewegen können. Er koppelt die Schläuche leider nicht an. Wofür die dritte Fläche? Klee, Luzerne und die dritte wäre Grassilage. Wahrscheinlich, 77 ist zu klein. Das brauche ich alles für die Fütterung. Moin, Boom Gamer Tomi, Toni, grüß dich, sorry. Völlig hier. Ich teste das jetzt mal hier eben noch schnell. Ja, vom Sound absolut, das ist eine tolle Maschine alles, aber das jetzt nervt. Probier das jetzt hier nochmal eben aus. Ja, er lässt ja gerade der Rübenruder, ist jetzt noch nicht ein Riesenbunker, ne? Was Klee und Luzerne brauchen die Viecher nicht mehr zum Essen, hier auf der Untergriesbach. Das fände ich schade, ehrlich gesagt. Das kann ich ja nicht sagen, Shifty. Wahrscheinlich. Ist
auch gut, dass der Krautschläger vorne das Unkraut nicht mit wegmacht. Und ich würde mit dem Krasse, dann weiß ich, dann höre ich es allein. Aber, Jay, kann man dennoch Klee-Luzerne füttern? Das ist jetzt die Frage, ich sehe es ja noch nicht. Das ist die Frage aller Fragen. Also ich versuche das jetzt hier nochmal quick and dirty. Um auszuschließen, dass er an meinem Schlepper liegt. Ja, okay. Du kannst aber testweise eine Kuh kaufen, oder? Das könnte also ich mal. Eine Testkuh. Die muss herhalten. Ja. Das könnte ich tatsächlich tun. Fehler gefunden und gefixt. Ach, geht. Okay, ich teste mal eben schnell noch für dich. Falschen LZ-Joint in der XML. Ist das ein komplizierter Fix, Repi? Nee, aber du musst auf jeden Fall den Mod neu hochladen. Ja, dann müssen sie ihn alle runterladen und für dich ist das noch ein bisschen Mist, ne? Nee, runterladen geht schnell. Okay, beim 6R haut's hin. Repi, magst du mir das mal schicken, wo man das eintragen müsste? Weil ich schätze, ich würde es schon ziemlich geil finden. Der Sound ist auch gleich. Hey, Prodax, Magge, moin, danke für den Raid mit 430. Hey, Prodax. Herzlich willkommen. Der Hamster kommt. Papas Gaming, Thoralf, Stubi, Katurix, Daweidler, Erwin und Prodi. Moinsen, grüßt euch. Herzlich willkommen. Macht's euch bequem. Ja, Rebi, dann schick mir mal bitte die XML und sag mir, wo die rein muss. Das wäre ultra geil. Dann würde ich das nämlich fix machen. Wenn und die Jungs das erlauben. Herzlich willkommen. Na, aber wir wollen, dass du glücklich bist. Naja, sonst kann genau. Ich nicht mehr. Wenn es glücklich macht. Moin, liebe Leute. Schon dir bei uns. Hatte ich einen schönen Stream, Produkt? Haben so lange nicht mehr gesehen, ne? Usha GPS selliert Maisilage Heu. Oh Gott. Wie immer nice. So, sehr gut. Krassilage Luzern Klee. Achso, Krassilage ist mit Luzern und Kleesilage zusammen. Heu ist mit Luzern Klee und alles zusammen. Ja gut, dann brauche ich keine dritte Fläche. Dann reicht das. Speichern. Ich kann das ja im... Zeit geht schnell rum, ich sage es dir. Ich kann das ja im Background schon mal fix machen. 6 das heißt, wir müssen leider mal kurz einen neuen Mod Update ziehen, holen, wie auch immer. Ja. Okay. Aber macht erstmal bitte. Ich muss es erstmal reinknallen. So knalle er. 6R Middle, 6R Small, XML. John Deere Pack habe ich hier ja noch offen. Vehicles, Traktors. 6R. Ja, wir starten hier gerade einen niegelnagelneuen Spielstand, Safe Game, wie auch immer. Im Multiplayer. Sie, Senoras und Senores. Und deswegen vergessen wir auch den Rübenruder abzusenken. Moin Jens, grüß dich. wir fangen ohne Seasons an, damit wir erstmal so ein bisschen die Felder leer ruppen können. Danach nehmen wir Seasons dazu. Repi, erst klassisch, dankeschön. Und legen dann richtig los. Jones. So. Also vielleicht Map, den Command gibt's nicht. Ist hier unter Griesbach. Jens, unter Griesbach. Dann brauchen wir hier einmal. Können wir das nämlich mal schön live machen hier. Real Manual Transmission. Dann haben wir dort die Base Game Config XML. Jo.
Ja, du musst ja nur, fragen, dann gibt es ja auch Antworten. 6M Rear Manual Transmission geht bis 50 glatt. Bis 50 glatt geht die. Die schmeißen wir hier rein. Oder? Ja, ne, das passt da rein. Beziehungsweise. Vorgewände wegmachen. Ey, ist er hier noch drinne? Hä? Die Datei muss da sein, ja. Du musst ja, die ersetzen. Ja, aber ich habe doch die Attacher-Joints gerade runtergeladen und ausgetauscht schon. Ist da etwa schon. Baby, hast du da schon das Getriebe mit reingemacht? Es ist 6R Small und 6R Mittel. Ne, Rebi, 6M. Ich brauche die 6M. Ach so, Jens, ach so. Also die anderen beiden habe ich jetzt getauscht. Ach, hast du mir noch geschickt? Entschuldige bitte. So, warte mal. Irgendwo hatte ich doch das hier abladen auf einer Taste. Ich muss mich neu orientieren. Ich war zu lange nicht mehr MLS. Ich gebe es 6M. Auf Boden abgeben. 11. Okay, welcher ist Knopf 11? Wir werden es rausfinden. Ja, dann haben wir die 6M. Dann gehen wir hier nochmal rein. Zahlen drauf. Oh ja. Sind Zahlen drauf, Chat. Und hier rein schmeißen wir uns. Der ist es nicht. Das hier Triebe. Okay. Safe zu. Ich weiß nicht, welcher Knopf es ist. Also machen wir den. Ach, nee, warte mal. Das hier schön wieder zu einer ZIP zusammen. Und dann könnt ihr schon mal langsam, aber sicher, speichern. Ne, Getriebe habe ich mal selber eingetragen. Das ist ja kein Thema. So, währenddessen ich mir den Surfer. Naja. Wir haben ja manuelles Überladen mit drin. Ja. Ist das schlecht? Deswegen war ich kurz. Nee, alles gut. Ich war nur kurzzeitig verwirrt, dass mein Roder nicht ausgeladen hat. Ach so, ja. Ja, ich wäre quasi bereit zum Speichern. Ja. Mehr oder weniger. Bin auch nur noch beim Ausschalten. Dann sagt Bescheid, wenn ihr gespeichert habt. So, warte, noch nicht. Was du, Tino? Dann gehe ich schon runter. Ja, ich speichere. Okay. So, jetzt speichern. Wo haben wir es? Oh. Nicht Ending, Freunde, ne? Sondern der hier. Bier ist gespeichert. Gut, stopp. So. So, noch kurz einmal einen Mod austauschen und dann machen wir ja, aber wirklich. Geht ganz schnell. Los. Ja, ja. Das. Was müssen wir runterladen? Schon ein Dierpack oder? Ja. Also, okay. Moment. Ich muss erstmal hochladen. Und upload. Kann passieren, dass der Stream dann jetzt kurz ein bisschen stockt, natürlich beim Upload. Oder der Upload ein bisschen länger dauert. Eins von beiden. Das geht ja gar nicht. Nee, das geht ja gar nicht. Wie heißt der Passwortmanager? Ich nutze KeePass. KeePass, beste. Jo, finde ich gut. Einfach, funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Hab mir die Files geclouded. Kann ich auch überall aufrufen, wenn ich den Rechner gewechselt habe. Ja. Top. Wo ich sagen muss, One Password ist noch cooler. Kenn ich nicht. Ist das cooler, ja? Ja. Ist nutze von der Firma aus. Okay, muss ich mir mal angucken. Es ist halt ein bisschen smarter. KeePass ist ja, was die Integration angeht, noch ein bisschen
altbacken, sagen wir es mal so. Wenn wir es vorsichtig ausdrücken, ja. Ja, genau. Und OnePassword integriert sich halt automatisch im Browser und so weiter und so fort. Es gibt eine Handy-App und so, also das ist schon ganz cool. Hat da gerade jemand den Server wieder gestartet? Was? Nee, ich warte artig in der Modliste. Ich nix getan. Ich auch nicht. Okay. Safe. Ihr könnt euch runterladen. Okay. Yondapack. Josen. Tausch mal aus und dann schwupsen wir mal hier auf den Server hoch. Lohnt sich das Geld für Sim-Dashboard? Oh, ich mag Dashboard, das ist schon cool. Ich hab's jetzt hier auch an. Ich habe hier ein Display im 6M, also kann ich das auch ganz legitimiert nutzen. Nee, ich finde, das ist eine schöne Spielerei, wenn man sich die 8 oder 13 Euro da mal gönnen will und ein Tablet oder sowas rumliegen hat. Warum nicht? Jollenhobler, moin! Ja, 4 Euro waren es doch nur, ne? Die Pro-Version. Bitte? Für die Pro-Version nur für LS waren auch nur 4 Euro. Kann sein. Ich habe die für alle Spiele genommen, weil ich es dann auch im ETS, Assetto Corsa, was weiß ich nicht wo, verwenden könnte. Gibt es eigentlich bald wenn man zum Zocken käme. Wenn man zum Zocken käme, ja. Setup Cam in Videos ab und an. Wenn wir gerade schon mal dabei sind. Ansonsten in Streams auf keinen Fall, weil in Streams oder sowas mit möchte ich ja mit euch interagieren. Seemaschinen, ach, das brauchen wir jetzt nicht. Noch nicht, ne? Gucken wir nochmal. Kann schon. Nee, ich glaube, da haben wir nichts Extravagantes drauf. Oder gucken wir echt, ja, da gucken wir dann nochmal. Ja, ganz in Ruhe. Da gilt es, ist besser als. Was? Da gilt haben, ist besser als man braucht, ja. Mich war das legitim. Ich fand das ganz cool, was die Jungs da programmiert haben. Kann man mal ausgeben. Ja, bei S waren es 4 Euro, okay. Weil am Ende. Was bist du? Gleich bei der Hälfte. Naja, immerhin. 40 Sekunden noch. Habt ihr gesehen, dass es jetzt so einen Helfer-Mod gibt, der Maus fahren kann? Ja, habe ich also gesehen. Mieten wegfährt? Das ist mal cool, oder? Das ist auf jeden Fall. Ich habe es ausprobiert, aber. Scheiße. Ich habe einen Fehler gemacht. Oh no. Was für ein Fehler? Ich habe das Getriebe scheinbar falsch eingesetzt. Weil ich sehe das Fahrzeug nicht. Sorry. Das ist ja jetzt. Greift er so hart ein, ja? Ja. Hab ich nicht aufgepasst. Scheißdreck. Aber ich dachte, hier hätte ich das so easy eintragen können. Ach genau, den Reisch RT160 gibt's ja auch noch. Ich brauch's gerade das Mod-Hub so ein bisschen. Stimmt, mal gucken, was heute Schönes gekommen ist. Das ja, das heißt, ich doch. Pack nochmal runterladen, oder? Ja. Okay. Sagst du Bescheid, wenn es soweit ist. Ja, macht euer Ding. Ist ja nicht euer, Johnny. Ich teste das eben schnell noch im Singleplayer, vorsichtshalber. Ja, also was jetzt? Naja, ich muss es erst nochmal, ich muss erst nochmal testen, bevor ich es jetzt nochmal neu hochlade. Ja gut, dann warten wir doch noch kurz. Ja, macht euer, ihr könnt doch, ihr seid doch auf dem Server schon drauf, oder? Nee, ich hab jetzt erstmal fertig geladen. Dito. Okay. Ich teste das ganz schnell. Tut mir leid, Freunde, aber das ist halt Elubuntzimmer. So, wie man es kennt. Ich habe gestern keine Mähwerke getestet, ob die vordere Hydraulik funktionieren. Was funktioniert da nicht? Kannst du die Hydraulik einstellen, oder? Anschließen muss ich sie können. Und das konnte ich nicht. Damit wird es ja erstmal losgehen. Ja, aber wenn keine Anschlussmöglichkeiten da sind, müsste das dann trotzdem übergehen. Nee, hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Die Sau. Was halte ich von Fruit Adjustments? Finde ich sehr interessant. Den Mod. Den finde ich sehr interessant. Wenn der ordentlich auf Dedis im Multiplayer auch läuft, wäre das eine spannende Geschichte.
Geht gleich weiter, Chat. Ihr habt ja Zeit, ne? Oder habt ihr heute noch was vor? Werden wir es benutzen? Ja, wie gesagt, wenn's... Repi, kannst du mir bitte das Getriebe mal noch einsetzen? Ich habe keinen Plan, wo das in eine XML rein muss. Das funktioniert jetzt neuerdings nicht mehr. Das ist mir hier, sonst kriege ich hier eine Tobsucht. Also, das wäre übel nice von dir. Warte, ich kopiere es ja sogar. Kaweco Radium haben wir, glaube ich, nicht mit drin. Weil irgendwie, ich kapiere es nicht. Gestern habe ich mir das irgendwo in die XML gesetzt, Hauptsache nicht irgendwo dazwischen, da ging das ohne Probleme. Ja, Dirk, das auf jeden Fall, das gehört immer so ein bisschen testen dazu. Eigentlich brauchst du nur ersetzen, ne? Die richtige Stelle finden und ersetzen. Es gibt da drin kein Getriebe. Ach, es war noch gar nicht drin? Nein. Ich dachte, es ging jetzt nur um den einen Fehler. Na, den habe ich, das hat es gefixt, aber dazu kommt noch ein RMT-Getriebe und das habe ich mir in der XML dort mit reingesetzt. Irgendwo dazwischen. Also schon zwischen, der Block ist offen oder ist beendet. Also weiß, was ich meine jetzt. Ja, ja. Und, aber scheinbar mache ich hier irgendwas dann noch falsch. Weil es muss ja, ja, zum Beispiel nach Base hätte ich es mir reinsetzen können. Das kann ich jetzt nochmal versuchen. Das spielt aber eigentlich keine Rolle. Vielleicht fehlt noch ein Verweis. Dass der weiß, ob das nutzen soll. Ne, gestern funktionierte das ohne Probleme. Deshalb. Moin Felix, kleiner als drei. Moser Liese, danke schön für der Visab im vierten. Moin Sen. Hier, komm, ich lasse euch mal mitgucken. Servus. So sieht das so nach inaktiv aus oder so. Wir browsen einfach mal ein bisschen durch die Top-Bots hier. Jetzt probiere ich das hier nochmal. Ja, also wenn jemand schon mal sagen kann, ob die Food Adjustments auf dem DD-Server ordentlich... Ist der Fahrt zu XML in der XML richtig gesetzt? Bin kein Modder. Keine Ahnung. Ich nix Modderchefe. Aber ein Pfad gibt's ja da nicht in der Transmission, also in der RMT. Brandner Powerpush ist auch cool, ne? Ja, wenn das Skript schon registriert ist, müsste es ja funktionieren. Ja, Chat, aber wisst ihr was? Wir werden uns jetzt kein Tandem holen, weil wir holen uns ja dann nächste Woche den Tandem Multitrailer von Grimme. Dann wäre doof, wenn wir jetzt einen Tandem-Anhänger holen. Ja, Tandem ist halt auch sowas. Ich habe halt mit den Silos, da komme ich nicht rein. Config-File Series 6 XML. Aber gestern ging's doch. Bitte warten, please hold the line. Max der Stahlbräucher, danke für deinen 50 Bits. Aber ja, kann natürlich sein. Ja, hier ist es nicht. Fixt ihr jetzt gerade oder mutmaßt ihr nur? Mal so provokativ gefragt. Series 6M XML. So heißt doch aber auch die XML generell. Also das müsste ich doch hier nicht anpassen. Werden denn jetzt hier wieder alle nur top? Ach so, weil ich top angewählt habe. Ja, genau. Ah, Mod-Hub müsste man schon bedienen können. So, Rebi hat mir was geschickt. Dann gehe ich mal davon aus, dass das gleich funktioniert. Kleinseelheim sagt mir irgendwie was. Kleinseelheim sagt mir auch was. Von Beustertal Modding. Ist aber ganz schön lütt. Soll ich mir gerade mein Spezi aufschrauben? Der Decker war schon unten. Ich wundere mich, warum das so schwer geht.
Ach, Fruits Adjustment. Aber das, hier. Das, ja, genau, das ist sehr interessant. Aber gut, okay. Wenn du so im Stream vertieft bist, dass du nicht merkst, dass du an der Flasche rumschraubst, während der Deckel schon unten ist, dann ist das eigentlich nur gut. Dann ist es wenigstens einigermaßen unterhaltsam. Ja. Ach, Ifko Moinsen. Zeile 52. Okay. Da hatte ich eine Freizeile drin. Porridge Müller, grüß dich. Guck mal, Freunde, ich krieg's nicht mal hin, eine RMT mehr einzutragen. Gesundheit. Interaktive Düngerstreuung. Wir haben's gleich, Freunde, wir haben's gleich. Aber danke, Ifko, danke, ich hatte es überlesen. Ich war jetzt gerade so getunnelt. Er hat den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Nee. Spieler muss für Fruchtzerstörung bezahlen. Das ist scheiße. Führen Sie für die zerstörende Ernte durch den NPC ein. Ach, durch den NPC. Aha. Aber das Problem ist, wenn du halt über Gassen fährst und die jetzt nicht breit genug sind. Das ist ja auch Quatsch. So, jetzt ist er wieder drin. Okay, Freunde. Wir haben's. Das wollen wir ja mal sehen. Genau, das warten wir einfach mal ab, ne? Ne, jetzt klappt das. Entschuldigt bitte. Kann ich stoppen? Ja, ja. Ist keiner drauf. Was macht ihr denn die ganze Zeit? Das ist doch langweilig. Ich browse durch den Mod-Hub. Ja, tut mir leid. Ich merke mir gedanklich tut mir leid. Dinge vor. Tut mir wirklich leid. Mein Tut's Fehler. Nicht. Doch. Also hat der Pfad zur XML nicht gepasst von der RTM-Zeile. Aber das ist merkwürdig. Gestern hat er funktioniert, ja. Also wahrscheinlich, ich weiß es auch nicht, was da jetzt. Da war wohl nachts der Kobold da. Ja, wahrscheinlich. An mir liegt es natürlich nicht. Ist ja klar. Sag Bescheid, wenn wir heute laden können. Ja, ist natürlich. Wie machst du das mit den Silos? Na, ich werde gleich verkaufen müssen. Ich habe richtig, weil ich keine habe. Er sucht die XML nicht direkt im Ordner, wo die ID3 ist, sondern ab da, wo die Moddesk ist. Also habe ich es gestern rein zufällig richtig eingefügt. Und heute ein paar Mal hintereinander falsch. Okay. Ja. Naja, aber da seht ihr wieder, ich habe davon halt keinen Plan. Ist fertig hochgeladen. Jetzt muss ich nur noch aktivieren. Fruit Adjustments macht quasi könnt loslegen. Das, was dieses Real Seeds Usage auch macht. Ne? Saatgutmenge und so weiter. Hm. Server ist on. Ja, erstmal ist man drauf. On fire. Taubsi, danke schön für dein Reset im zweiten Monat. Vielen lieben Dank. Ah ja, ist ja kein Meister vom Himmel gefallen und so weiter und so fort. Dafür können wir jetzt loslegen. Wir haben da erst 21 Uhr. Da haben wir noch zwei ich Stunden Zeit. moin, Van 3X. War nix, moin, grüß dich. Wie steht er? Alles gut? Wie weit außer der Ifko? Ja. Ach so, weil noch kein Meister vom Himmel gefallen, außer Ifko. Ja. Wir haben hier gerade kurz eine kleine Mod-Aktualisierungs-Action. Entschuldigung. Wer spielt jetzt alles mit? Heute Andi und Tino. Quatsch. Berch wow. Und Tino. Hey, sorry, ich bin gerade ein bisschen im Stress. Ja. Berch und Tino sind heute da. Andi hat kurzfristig abgesagt. Und der Tag war zu kurz. Der Tag war zu kurz, die Nacht ist zu kurz, alles ist zu kurz. Nein, war nix, alles gut. Ich krieg hier auch ganz komisch, ich weiß nicht, ob es am Alter liegt oder. Ganz komische Vibes. Nee, so unterm Auge, solche, wisst ihr, solche. Zuckungen? Nee, die habe ich ständig. Ach so. Ja. Aber so, eine, so diese Tränensäcke, wenn die sich anfangen einzufärben, ich weiß nicht, ob das am Alter liegt. Ich brauche Hyaluron-Creme. Sofort. Schlaf soll auch helfen. Schlaf soll auch helfen. Dieses verrückte Ding.
Schlafe doch. Vom Giant-Editor am Basteln und sonst passt alles. Ja, bei mir ist auch alles gut. Ich möchte mich nicht beklagen. Ich kann mich nicht und brauche mich nicht beklagen. Alles gut. Guck mal, Rebi. Also ich gebe es jetzt auf, ne? Die gehen natürlich, funktioniert natürlich nicht. Oh. Aber ist egal, macht jetzt ich, dann hol ich mir einen anderen Schlepper. Genau. Dann ist mir das jetzt hier, mein Fan, der funktioniert, dauert mir das jetzt so lange. Jogi, grüß dich. Den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Der letzte Sonntag war ein wenig frustrierend. Der letzte Sonntag ist 4 Tage her. Ich meine, chapeau, dass du dich daran noch erinnern kannst. Was war denn daran frustrierend? Aber wolltest du nicht irgendwie deinen Steier raushauen oder so? Ich hatte das nur bei Andi im Stream mitbekommen. Ich weiß. Ich habe gesehen, dass die Morddeich-Map jetzt wohl im Mod-Hub eingereicht ist. Bin ja mal gespannt, was noch gemacht wurde. Ach, deswegen ja. Ja, bei dem Steier würde ich auch verzweifeln. Nee, da hat nicht so funktioniert, wie du dachtest, oder was? Weiß nicht, wirklich. Das kann ich nachvollziehen, dass das frustrierend ist. Deswegen bin ich froh, dass ich kein Modder bin. Das ist bei dir gefixt, Ifko, aber ich hab's doch gerade ausgetauscht. Was soll ich machen? Oh, jetzt ist er abgesoffen. Ich habe gerade von Repi die... Können wir jetzt gefahrlos wieder auf den Server kommen? Ohne, ja, dass wir jetzt macht. Gleich nochmal... Ja. Okay. So, Chat. Oh. Geht los wieder. Anlauf 2.0. Ich, vielleicht habe ich jetzt hier auch noch einen anderen Fehler gemacht, ich weiß es nicht. Mir ist jetzt wurscht, ich mache jetzt mit der Kiste was anderes. Dann mähen wir Video ab oder sowas, was weiß ich. Das ist mir jetzt doof. Nimm doch einfach andere Mähwerke. Ach so, Ifko, ja, danke für die Info da. Ach nee, es liegt jetzt nicht an den Mähwerken, sondern am Schlepper, ne? Ja, das ist nicht am Schlepper. Ja, dann mäh doch mit einem anderen Schlepper. Ich habe keinen anderen Schlepper. Ja, dann miet dir einen. Einen mieten? Habe ich kein Geld für. Muss die Knöpfe beieinander halten. Du weißt, bei mir oben im Norden steht noch ein kleiner. Ich hätte auch noch einen 718, den du. Ne, 714? Ich weiß gar nicht, was ich mir jetzt eigentlich holte. Ne, 720 ist, glaube ich, das kleinste aus dem Andi-Pack, ne? Mit dem kann man auch durchaus mähen. Ein 714er hast du. 714 ist das? Ja, dann ist es ein 714. Ja, der wird er definitiv auch gehen. Ich habe ja auch nur 172 PS. Siehst du. Mach den Heli weg oder spring vor heute bis zur Decke. Ist gut, ne? Voll getriggert. Kleinen 6M hätte ich. An sich ist der Steier halt fertig. Ich habe gerade halb fertig gesehen. Wenn Ifko morgen was findet, dann diesen Sonntag. Ah, ja. Ich glaube, dann nehme ich den kleinen 6M. Ich gehe ihn mir abholen. Warte mal, ich muss dir noch Zugriff geben. Ach ja, Lohnerstatus und so ein Zeugs müssen wir alles, genau, mal machen. Das ist richtig. So. So, dann roden wir jetzt mal. So, du hast jetzt Zugang. Ach so, jetzt müssen wir hier nochmal... Kann ich hier bedenkenlos in das Fahrzeug irgendwie? Ja, geht. Also, ja. Hier brauche ich... Power-Quad-Getriebe. Automatik ist an. Oh, hier hängt noch was hinter. Das kann sein, ja, die Fräse, ne? Häcksler, kleiner Holzhäcksler. Wie einer beschwert sich über die Unordnung. Niemals.
Euer schön Zuckerrohr hier. Ganz klasse Anbaugebiet in Bayern. Echt? Da gibt Zuckerrohr auf der Karte. Oh. Ja, leider. Und Baumwurm ist auch mit drauf. Wo komm ich denn hier raus? Muss ich über deinen Hof fahren? Irgendwo nach Süden. Gibt nur eine Straße, die nach Süden wegführt, oder? Ah, ich muss über deinen Hof, meine ich jetzt hier von dem Waldstück. Nee, musst du nicht. Du fährst einfach die Straße. Richtung Süden auf die Straße drauf und dann rechts. Ja. Woher kommen die ganzen Getriebe? Müllern, Ausrufezeichen, Getriebe. Ach ja, schön, schön, schön. Wo ist denn hier eine Straße? Ja, genau. Morgen, Alboxi, grüß dich. Na, mag alles, denke ich. Okay. Na gut, dann sehen wir wenigstens auch mal hier den kleinen 6M. Was haben wir hier? 6100M. Ist wohl gegen das hier noch. Oh ja, bis da vorne. Und ich fahr falsch. Echt, da kann man falsch fahren da oben. Wenn man, in die falsche Richtung startet, dann ja. Wieso, was los? Oder komme ich auch hier durch? Ach, ich komme auch hier durch. Rechts. Oh. Nee, guck mal, ich fahre hier lang. Das ist geil. Nein, passt nicht euch. Hat es mir schon ein bisschen fast gedacht. Ja, das hier ist das bayerische Zuckeranbaugebiet. Okay, Ivko, vielen Dank. Gucke ich mir dann natürlich mal an. Ich muss da nochmal in Ruhe gucken. Ich habe irgendwas falsch gemacht, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, das bayerische Zuckeranbau. Ich weiß auch nicht, warum sie das drin gelassen haben. Weil normalerweise hauen die das da raus. Schön Zucker, Baumwolle. Ja, das finde ich irgendwie. Kann man mal machen. Kann man ja mal machen. So, ich habe auch gleich die 88 erreicht. So schnell? Fährst du bergab oder was? Achso, oder das Feld meinst du? Feld, ja. Okay. Ich dachte, du knallst hier mit 88 drüber gerade. Nein, wir bleiben bei 82. Gut, dass es mit deinem T-Schein aktuell nicht vorankommt. Hat deine Fahrschule aufgrund Corona dicht oder was? Da habe ich ja echt Glück gehabt, ne? Da hast du gerade noch, ne? Gerade noch Glück gehabt. Ja, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt aktuell noch weiter ausbilden, aber bis Ende letzten Jahres auf jeden Fall noch. Los, ey, mach das. Ja, Boxy, das ist natürlich. Ach, Müllern, danke schön für deine 10 Euro Trinkgeld. Vielen lieben Dank. Das wäre doch nicht nötig. Ne? Kannst du ja nichts machen. Wirklich, vielen Dank. Rennt ja auch nicht weg. Ich meine, so, dann machen wir auch wieder auf. Links rum und die nächste rechts rum. Ja, da ist von auszugehen. Ansonsten wäre das Weltende und ich habe. Fear the Walking Dead gesehen, ich weiß alles. Ist dir mal aufgefallen, dass in den ganzen Zombie-Serien die Leute noch nie was von Zombies gehört haben? Verdammt. Insofern kann nimm uns mir, das, nimm schon mir das jetzt nicht. Kann uns das gar nicht passieren. Ja, das stimmt. Jetzt bin ich falsch gefahren, weil ich so schockiert war. Ja, muss man drüber nachdenken. Die sind immer völlig damit überfordert und wissen gar nicht, was sie mit Zombies anzufangen haben. Unser Eins hier, weißt du, heute ist jeder Experte, was Zombies angeht. Ja, aber ich gebe da nochmal kurz zu denken. Sollte die Situation eintreten, ob wir dann immer noch so gelassen sind und sagen, ach, die nochmal mit den Zombies, easy. Kennen wir alles schon. Junge, wirst du echt verrückt, seit einem Monat sitzt du nur in der Bude. Ja, dann geh doch mal vor die Tür. Du darfst doch an die frische Luft gehen. So ist doch nicht.
Ich habe hier im Übrigen noch nicht die Updates von Shifty, seinen Getriebeeintragungen drin. Auch immer viel Zombies, weil ich glaube, hier gibt es noch eine Echo-Einstellung, dass er nicht ganz so hoch tritt. Deinen Freunden ausgehen, im letzten Gang, in der letzten Kurve. Ne? Dann dreht er, glaube ich, noch bis 1,7 oder so. Ist der echt schon voll, die noch hobelt oder was? Oh, es ist doch nicht wahr. Ne, die Rollos sind sehr schnell, ja. Warum du das auch jetzt schon machst? Ach, das sind Rüben. Ja, ja, ja. Schlagen wir das Kraut hier noch eben runter und dann. Das ist dort meine Fläche, müsste meine Fläche sein, ja. Genau, ist beim Update drin und ja, das habe ich jetzt heute nicht geschafft. Aber da freue ich mich drauf, weil dann fahren die moderneren eben, die fahren dann mit 1,7 Umdrehung, nicht mit 2,2. Im hohen Gang, das ist natürlich schön. Jetzt bin ich gerade echt am Überlegen, ob ich mir einen kleinen Roper miete. Brauchst du Hilfe beim Roten? Der ist so klein, ich kann nicht mal zwei Bahnen ziehen, dann ist der, wie ist der Keiler voll. Dauert so lange, oder wie? Naja, ich habe jetzt einmal das Vorgewende ich hätte einen Arbeitslo- vorne, wo ich die Miete lege und das war's. Ich hätte einen arbeitslosen 6M. Ich hätte einen ja, aber wieder, oder ich hole mir halt den kleinen Roper, das ist ja den Panther. Ja, klar. Ich hätte gern noch Zugang zum Land. Sonst kann ich nicht mähen. Ja, warte. Natürlich. Simple IC kommt im nächsten Update des JD-Packs. Ihr seht dann hier im Prinzip schon, was da so drin ist. Die Fehler, es gibt hier und da mal ein paar Fehlerchen. Aber das wurde halt heute schon in Windeseile geschickt. Ruckzuck ging das. Teamspeak regelt. Achso, ja, du bist aus einer Generation, wo man schon keine LAN-Partys mehr gemacht hat. Ihr seht, es wird dort gearbeitet. Bei mir waren das damals noch LAN-Partys. Ja, hab ich auch. Drei oder vier habe ich mitgemacht. Boah, etliche in meiner Schulzeit. Dachboden. Also was. Dachboden bei 0 Grad haben wir gemacht. Haben wir alle einen Heißlüfter an der Maus gehabt. Oh, das ist tatsächlich schon hart. Ja, das war mies, aber wo ein Wille ist, ne? Na, du, ich sag's dir. So überladen starten war es, glaube ich, ne? Ja. Das Update kommt, wann das Update kommt. Ja, komm, wir mieten uns einen Panther, das ist ja. Ich glaube, ja, wir spielen ohne Seasons aus dem einfachen Grund folgendermaßen. Ich erkläre das nochmal ganz kurz. Wenn wir jetzt ein neues Projekt starten, sind wir immer im Frühjahr. Ja, so kein Zustand. Wir müssen eine komplette Saison auf Tiere hinarbeiten und. Und damit wir hier schneller durchstarten, haben wir gesagt, wir haben die Felder erntereif, machen unsere ganzen Beschaffungen für die Tiere. Holen uns alles ran an den Hof, wenn wir die anderen durch haben, schalten wir Seasons zu. Einfach nur, damit wir hier im Projekt auch zum Zeigen für euch natürlich bedeutend schneller Team, rankommen. Da musst du sagen, was du für die Fläche kriegst, ne? Ja, ich glaube, er kommt nicht viel runter. Ich darf ihm gar nichts hier verlangen. Aber wisst ihr, was schön ist zu dritt? Das ist die Performance. Auf jeden Fall. Am Anschlag. Am Anschlag. So, jetzt gucken wir mal, was wir die Flächen hier schnell runterkriegen. Und ich brauche tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber ich brauche keine dritte Wiesenfläche. Okay. Weil Klee, Luzerne, Gras, alles in einer Kategorie dann abgelegt ist. GPS kriegt man mal. Michael, Ausrufezeichen RLSF. Und ein Rode-Aggregat braucht das Ding. So, jetzt werden wir mal manuell schalten hier. Ach, guck mal, der kann hier das mit diesem. Interessant. Mit dem Krautschläger, dass er das so zur Seite rausmacht. Ne? Auch interessant. Traktorfreund, moin, grüß dich. Hallo und Grüße an die LS-Maggers. Sind hiermit ausgerichtet. Ja, Grüße zurück. Ja, schöne Grüße zurück. Hoch. Da. So, ui. Warum sitze ich in Decke? Ich glaube, das liegt an der Seedcam. Kann das sein?
Möglich. Nehmen wir die bei dem Ding nochmal eben raus. Ich sitze mit dem Kopf quasi in der Decke, also fernab ja, von der Sitzfläche. So, lassen wir doch mal automatisch schalten. Mal gucken, was er da so fabriziert. Die 20.000 initialen Leasing kommt. Ja, das sieht schon besser aus. Okay. Er zieht 18 Kammer. Ja, das ist ein anderer Johnny. Bei meinem Johnny gibt es noch ein Problem, was ich jetzt on stream nicht mehr fixen möchte, weil sonst die anderen auch warten müssen. Das ist blöd. Das möchte ich auch nicht. Wir wollen da ein bisschen was schaffen. Keine Sorge, von dem 6M seht ihr noch genug. Ich bin mit dem Keiler bin ich gerade wahnsinnig geworden. Das ist. Wenn ich mal zwei Runden ums Feld schaffe oder eine Runde ums Feld schaffe oder zwei Bahnen hoch und runter, das ist halt auch Quatsch. Ja, ich habe mir dann immer einen Hänger oben und unten hingestellt. Vielleicht will es ja auch in der Miete legen. Erstmal. Der hat aber gut Dampf, der Kleine. Also ich bin überrascht, dass er es das überhaupt schafft, weil das ist ein 6100M. Und er schafft hier die Fehler. Mähwerke. Und das ist schon beachtlich, also. Wollen wir ganz ehrlich sagen. Also gut, hätte mich genauso. Ja gut. Naja, ich habe ja quasi einen kleineren, ich bin 172 PS. Das ist dann mein großer Schlepper hier auf der Karte. Das war wenigstens was zu tun. Ja, dann werde ich aber heute mit Rübenrohren nicht fertig, sag ich dir. Und mein Raps muss auch noch runter. Und warum ist das Ding so hoch, dass ich nichts sehe? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts mehr. Ja. Sie sehen einen Rübenroder-Aggregat. Naja. Ich meine, gut, jetzt fällt er ein bisschen ein, aber da muss er gleich runterschalten, dann haben wir Automatik drin. Allrad haben wir dazu aber auch an, sonst wird er es wahrscheinlich nicht schaffen. Und was hast du jetzt dran? Die Fehlerarmee-Werke, also das ist schon. Ausrufezeichen RLSF, nicht RLSF, Ausrufezeichen. Ja. Das ganze Unkraut überall auf den Wiesen, ne? Grausam, extrem grausam. Das Feld ist nicht mal gedüngt, dann wärst du nicht mal 5 Meter weit gekommen. Über Düngestatus weiß ich nicht. Da wir Precision Farming dritten haben, ist es glaube ich nicht gedüngt, das ist echt. Ist nicht gedüngt, ist korrekt. Ja, deswegen gehen wir halt schnell mit dem Panther rüber und dann. Allrad, ich weiß, dass du gern so oder so Allrad anmachst, aber ich hab mir jetzt sagen, lass uns mal nicht immer Allrad anmachen. Nicht zwingend. Auf dem Acker? Ja, ja, aber auf der Schweine. Nee, ich habe einen Rinderhof oder einen Kuhhof. Werde aber Tiere nur so ein bisschen nebenbei machen. Auf der Wiese sind wir doch. Also, ja, kannst du aber auch machen, ne? Du kannst also man tendenziell machen. Würde ich auch. Ich auch, denn sonst kratzt vielleicht hier und dort ist die Grasnarbe kaputt. Mhm. Will ich Heu machen? Nee, ich will kein Heu machen, aber ich muss es sowieso schwaden. Auch wenn wir das hier in Schwadablage legen würden, ist das nicht eng genug. Aber nach der Wiese holen wir das direkt mal ein und da können wir dann, ja genau, das ist jetzt hier gerade ein 6M2020. Und da nehmen wir dann unseren Sechszylinder. Schweine gibt's ja später ohne Seasons. Jetzt initial zum einmal unsere Felder abernten, ja. Danach nehmen wir Seasons damit rein. Ja. Damit wir quasi erstmal einen Futtervorrat anlegen können für die, die viel Tiere machen. Um da einfach ein bisschen entspannter starten zu können. Genau. Ja, erst ein ganzes Jahr spielen muss, bevor man Tiere kauft. Ja, das ist ein Top-Hinweis gewesen. Hätte ich so gar nicht auf der Rolle gehabt. Macht schon Sinn. So,
So. Nun können wir hier auch richtig loslegen. Gerne, grüß dich. Willkommen zurück. Mähen erstmal eine Fläche ab und dann holen wir das, schwaden wir das und dann holen wir das ein. Und dann nehmen wir dann unseren größeren 6M. Wir sind Timo Wiese, guten Abend. Welche Wiese ist das? So, das ist die 78. Bis gleich das nächste Problem auftritt. What? Das nächste Problem? Mach mich ja, nicht unter. Aber das ist. Das liegt aber daran, dass wir hier den. Ne? Du weißt schon. Ja, ja, okay. Das liegt daran, dass wir hier den. Gerade das erste Mal ins Spiel gegangen sind. Und gespult haben. Ohne uns jetzt großartig um die Felder zu kümmern. Achso, Unkraut und so ein Zeug, oder? Ja, wie gesagt, dadurch, dass wir erstmal Felder abernten können, wenn die Felder dann abgeerntet sind, dass wir erstmal einen kleinen Vorrat angelegt haben. Und dann nehmen wir Seasons mit rein. Genau. So, wo war denn mein. Achso, genau. GPS-Menü. Ich glaube, das Unkraut hier hat gut Masse gegeben. Ja, so wenn ich das hier so sehe, das macht schon einen Teil aus. Ja. Kann ich mir die Dammhöhe nicht erklären. Dry Meter. Also ich bin echt positiv überrascht von so einem 6100M. Ich meine, die Mähwerke, ich glaube, das hintere allein braucht schon 95 PS. Von daher schon crazy. So, die 88 ist runter. Na, wenn du willst, kannst du bei mir die 79 runterholen. Ja, macht Sinn. Ich find's voll geil, wenn man diesen auch geschlechtsfrei für Kühe schon kaufen könnte, für mehr Geld halt. Ja, zumindest auch Kälber dann mit dazu und sowas, dass man schon mal, ja, so fängt man halt komplett bei Null an. Ja. So, ich denke mal, Grünland haben wir dann genug. BGA nutzen wir dann gemeinschaftlich. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Was halten die denn von der Idee, der Biogas quasi die beiden größten Flächen da zentral auf der Karte zu geben? Die wir dann für die Biogas, das glaube ich mal, gemeinschaftlich bewirtschaften. Einfach nur als Energielieferant. Ich persönlich wäre dafür. Ich habe oder Angst, dass wir es einfach nicht schaffen. Da mache ich mir aber keine Sorgen, weil wir können ja immer Verstärkung holen. Dann ist ja gut. Ne, also. So wie wir das bei unserer Wiesenfläche auf der Thüringen auch gemacht haben. Denn sonst hätten wir hier vielleicht auch eben mit den kleineren Kram ohne BGA gearbeitet. Ah, so. Und wenn wir wirklich mal groß Maishex sehen wollen, dann können wir uns alle auf der MVP treffen. Ja, aber die spielt ja nicht jeder. Nee, ich fände das schon legitim. Und da müssen wir Sorge tragen, dass wir natürlich zu Maishex die Leute mit am Start haben. Ja, genau. Tja. Funktioniert der LS? Das ist dann halt so, kommt ich finde, nur, ganz dass cool, der gut ist. Aktion, schon wieder? So eine Aktion. Also der funktionierte die letzten Male noch. Ich weiß nicht, ob der Code jetzt schon wieder abgelaufen und schon wieder geändert ist. Felix, mit Leute. Oder ohne Schwart? Gleich mit Schwart. Gleich mit Schwart. Gut. Ja. Seasons kommt erst noch mit drauf. Wir werden uns erstmal, wir wollen erstmal unser Futter schon mal zurecht machen, die Tiere schon mal holen, dann haben wir die Tierversorgung gesichert. Und wenn wir das haben, dann schalten wir Seasons zu. Weil sonst arbeiten wir eine komplette Saison und das bedeutet im Real Life Wochen und Monate, bis überhaupt mal irgendwas richtig passiert. Ha, sehr gut, sehr gut. Hey Silvio, grüß dich.
Das ist ein Hühnerschaf, hätte ich nicht gedacht. Ich bin erstmal halb fünf im Schwarzwald weggekommen und jetzt schon zu Hause. War eben 650 Kilometer. Bist du geflogen oder was? Ist ja wie cheaten. Nee, Manolo. Du musst ja immer bedenken, wenn wir jetzt hier euch dann wieder, ähnlich wie auf der MVP oder wie bei meinen anderen Projekten, erstmal Wochen und Monate lang das Frühjahr zeigen. Wir wollen ja auch ein bisschen was zeigen, wir spielen ja nicht nur für uns. Und wenn es Ironie war, bitte ein Kappi oder ein Kappa oder sowas dahinter. Ich kann Ironie nicht lesen. Ah, ich denke, hier können wir nochmal rum. Was ist das für ein Gangschaltungsmod oder VCA? Achso, also schön durchgerutscht, Silvio, das ist natürlich nicht schlecht. Ja, und es wird nebenbei auch immer eigentlich immer das Gleiche zu machen. Zumindest wenn man das auch parallel in allen Projekten hat. So ist das hier schon mal. Dadurch, wir sind ja hier keine 15 Mann. Da ist das halt schon eine sehr gute Idee gewesen, finde ich. Ja. Welcher Traktor ist das? Aus dem JD-Pack 6M, Modelljahr 2020, 6100M. Kriegst du das eigentlich alles abgefahren, da deine ganzen Kartoffeln? Kartoffeln? Rüben. Achso, du machst Miete, logischerweise, ne? Ja. Welche Map ist das? Das steht im Streamtitel. Die Untergriesbach. So, haben wir das Segment hier hinten gleich durch. Was für Maschinen sind auf der Map so geeignet? Ich kannst du alles Mögliche fahren, würde ich sagen, oder? Easy. Kannst du ja auch mal 200, 300 PS, 400 PS. So, hat auch ganz schön große Felder dabei, die Karte. Ja. Was sagst du zu Vertex und Hof Wiesengrund? Finde ich übelst gut. Ich bin mega gespannt, was sie draus machen. Sehr, sehr gespannt, weil das ist ja nun nicht der klassische Hersteller. Sondern im Betrieb ist. Sehr gespannt. Hast du am Frontmähwerk ein Sauderdreieck? Das ist am Fellermähwerk hier schon dran so. Es wird so aufgenommen. Gut, wir haben ja natürlich jetzt eine kleine Anfahrtsschwäche. Aber immerhin. Ah, das geht. Also, wenn man seasons gewohnt ist und jetzt hier das Unkraut und alles sieht, das ist ja wirklich. Das ist schon was anderes. Graus, ne? Möchte man sagen. Wirtschaftshof Sachsenland, einen wunderschönen guten Abend. Verstehe ich gar nicht, was du damit sagen willst. Nee, ne? Sind die Salz von den Türen so eingebaut? Ja. Ist die Weiterentwicklung vom JD-Pack, die dann halt im nächsten Update so oder so ähnlich kommt. Und das Update kommt, wenn es fertig ist. Hat eigentlich schon jemand angefangen, jetzt die Dinge mit einzubauen in andere Trecker? Welche Dinge? Von IFCO.
Ja. Ich habe auf jeden Fall Discord was gesehen, ne? Der Manticore ist genau. Da fleißig dabei. Manticore hat das ziemlich gut gemastert und noch irgendjemand anders. Naja, dann kommen auch bald andere Marken auf ihre Kosten. Abwarten, ich weiß gar nicht, ob IFCO da die Freigabe für gegeben hat. Ach so? Ich hatte nur gefragt. Hm. Ja gut, wenn du die Freigabe bekommst, ja. Aber ich weiß ja nicht, ob andere dann auch die Freigaben bekommen, weißt du? Ja, das klang sehr allgemein, was er mir gesagt hat. Keine Ahnung. Aber nicht klar, man sollte vorher mal fragen, das steht fest. Ja, ja. Aber ja, wenn dem so ist, dann ja, definitiv, es gibt, also ja, hab ich auch schon gesehen, dass gebastelt wird. Ich hab's versucht, sagt Sinai, nach 20 Sekunden habe ich es sein gelassen. Ja, ist halt ein Kniffelei ist das, ne, oder? Nee, ich find's recht übersichtlich und einfach. Na gut, du moddest auch schon seit 3 Dekaden so in etwa. Ja, der Warnex hat's in seinem Steier auch drin. Okay. Schreibt er gerade. Ja, sehr cool. Nur ein paar XMLs, also wenn es einmal läuft im Mod selber, ja, dann ist die Grundskripte, wenn sie anerkannt werden, ja, dann ist es relativ schnell integriert. Okay. Ist halt schon eine krasse Bereicherung, ne? Also das wertet ein Mod nochmal extremst auf, wie ich finde. Definitiv. Definitiv. Sinne, ich schreibe, ich habe schon bei Simba ist die Probleme. Naja, ich habe schon Probleme, einen RMT-Eintrag an ein Fahrzeug hinzuzufügen. Also die RMT hat ja geklappt, aber wieder irgendwas anderes. Ich kümmere mich in Ruhe darum. Es hätte mich auch gewundert, dass wir hier so problemlos starten. Also sowas gibt's eigentlich nicht. Aber ich freue mich auf das Projekt hier, das wird spannend. So wie du guckst nach vorne und alles ist scharf, du guckst direkt aufs Display und es wird unschärfer, weißt du? Ja, das mit dem Fokussieren und so, das ist nochmal so eine Sache für sich. Ja, auf die Nähe. Live-Phänomene gesehen. Auf die Nähe macht er jetzt alles unscharf, das ist ein schwieriges Thema. Was wird heute gemacht? Wir stoppen hier erstmal ein bisschen rein. Ja, ja. Dafür hat IFCO ja dieses Zoom-Dings mit reingebaut. Hm. Leon, Grüße, danke nochmal, dass du mir die Fragen mit der FIO EKC beantwortest. Ja, nichts zu danken. Ich habe die Woche genug gesehen, bin die Woche auf dem Markt Oberdorf vorbeigefahren, okay. Ja, ein Fanpack wäre schön, ja. Als nächstes auch gern ein Glaspack. Auf jeden. Ja, gut, bis es im Glas ist. Dauert halt ein Teil noch, lange, bis das Glas DLC zugänglich ist, ne? Genau. Das ist ja leider das Dilemma. Das ist wohl so, ja. Das Projekt kommt auch auf YouTube, ja. Ausrufezeichen Uncut. Kommst einen Link. Und ja, ab 23 Uhr, 24 Stunden später, also ein bisschen länger. Samstag ab 9 Uhr könnt ihr euch, ja, sag mal, die 2 Stunden hier angucken. Lassen wir den Anfang einfach weg. Lassen wir den Anfang. Vielleicht schneide ich ihn einfach raus. Ja, da sprechen wir nicht mehr drüber. Ja, der 6M2020 ist auch so schön wendig. Das ist auch schon wirklich. Ja. Ich habe einfach gerade kein Geld für so einen neumodischen, kleineren Schlepper. Das ist halt jetzt echt das Problem. Was du den jetzt gerade hast? Ja, wäre eine Option. Oder der Arion wäre auch eine Option. Ja, also wenn es den Lindner mit all dem gäbe, hätte ich auch einen kleinen Lindner genommen. Ja, auch. Was passiert? Ach, nichts Schlimmes. Ich habe hier einen XML-Fehler im John Deere-Pack wahrscheinlich selber beim Copy-Pasten gemacht und da mal ein bisschen rumgetüdelt oder ich, aber hab's nicht richtig hingekriegt und nicht der Rede wert, ansonsten läuft alles so wie es soll. Du, das könnten wirklich ganz schön heftige Schwaden werden.
Da siehst du mal, was Seasons für einen Einfluss nimmt, ne? Wenn du einen ersten Schnitt im Frühjahr machst. Ja. Schon heftig. Diese Uncut-Videos, lädst du da wirklich 2 Stunden Videos auf YouTube hoch, es dauert auch Tage. Es gibt auf Twitch eine Funktion, dass du also der Stream wird ja, habe ich so eingestellt, dass Twitch den speichert. Und dort drücke ich dann einfach nur auf einen Export-Button. Ich habe da mein Uncut-Profil verknüpft. Und dann schiebt er das automatisch darüber. Hat jetzt den Nachteil, dass die Quali nicht ganz so hoch ist, als würde ich es jetzt aufnehmen und hochladen. Aber 3 Stunden aufnehmen hätte ich jetzt auch keinen Bock, also das hochzuladen. Ich müsste es ja erstmal noch rendern und um Gottes Willen. Und so gibt's doch Leute, die sich halt, ja, die Streams doch ganz gern gediegen auf YouTube anschauen. Na, passt das. Okay, da brauchen wir noch mehr Vorgewände. Ah, schön ist es hier schon, ja. Also muss man an die Jungs von AK-Technik sagen. So, hier hinten bei mir, ne? Also Tino, nicht roden hier. Sag deinen Jungs, dass das bloß nicht gerodet wird. Nicht roden. Herr Tino sagte schon gestern, auch hier die Insel hier, da kann ich ja, da können die Jungs vorbeikommen, hol's ab. Nee! Da können die Jungs vorbeikommen, sehr gut. Kommt die Holzhackerwurm. Ja. Das coole ist, dass der kleine 6M kannst du missladen mit einer großen Schaufel. Ja, aber Danny, also, wie sieht das denn aus? Gibt dann der Schaufel schon auf Insel Eas. Na. Weil ja auch Opa wackelt so, ne? Keine Ahnung, ich bin noch keiner gefahren. Und der zieht sich ja. Das haben die Selbstfahrroder. Leo, nice. Mit denen gemein, lustig Wasser. Richtig krass auf Rügenland wackeln. Das ist echt heftig. Was generell auch? Ja, ja. Okay. Habe ich in dem im Tiger habe ich es auch schon gehabt. Auch auf anderen Maps. Ach so, im ja. Ja, ich finde auch die Mähdrescher, das ist schaukelt teilweise auch extrem. Ja. Wir spielen aktuell ohne Seasons, um für euch schon mal ein bisschen schneller in den Projektstart hier reinzukommen. Schon mal Futterproduktion am Start, haben das Futter schon da, ist, dass die Tiere versorgt werden können. Und sobald wir das runtergeerntet haben, was wir hier haben, schalten wir Seasons zu. Der jetzt inzwischen voll ist. Oh, ich hab's. Was du dir auch ein Rübenfeld holst? Irgendwie fand ich's. Ja, hatte ich bloß drauf. Keine Frage. Das Feld hat mir gefallen. Hat seinen Reiz. Aber wenn. Ich hab keine Ahnung, dass das doch so groß ist. Wenn man bei der BGA Gärreste zukaufen kann, dann ist das ja ein Trader. Dann kann man natürlich das Manual-System nicht anschließen, ne? Je nachdem, wie es umgesetzt ist, ne? Ja, gut, wenn der Bunker voll ist. Mit ein paar Millionen. Aber ansonsten, Trader gehen da ja nicht. An Händlern kann man die Manual ankoppeln. Seit wann das denn? Wenn es, glaube ich, eingebaut ist oder so, ne? Weil wir haben da immer, auf der Rade hat man doch immer das Problem, dass man sagt, okay, am Trader kann man den Punkt nicht setzen. Guck mal, der schüttelt die Rüben einfach runter. Ich wollte nicht. Oh, jetzt hat er aufgehört. Oh, schade. Oh Mann, ey. Entschuldigung, ich. Was machst du da? Ich nur kurz bin. Schütteln ist Absicht. Das ist das Sauber schütteln. Na, der Dreck runterrutscht oder wie? Oder was macht ihr da? Na, die haben ja drin Schüttelkram und so. Ja. Zur Sauberkeit. Das ja, aber das ganze Fahrzeug. Ach, nie. Okay, Entschuldigung, Renzo. Entschuldigung. Das ist schon mal ein starkes Stück.
Das kann aber durch die, haben wir, natürlich. Hier dieses Fill-Type Mass Blubdi-Wubdi, realistische Ladegewichte? Nein. Außer wir haben vergessen runterzunehmen. Aber ich glaube, Rea macht das auch ein bisschen, ne? Rea macht so, das auch gerne, ja. Kann das vielleicht durch Rea kommen? Durchaus. Weil jetzt bin ich leer und 5% gefüllt und es wackelt noch nicht so krass. Je voller ich werde, desto mehr wackelt es. Na gut, das geht vielleicht manchmal im kleinen Besuch auch so, aber. beim grünen Ruder hebelt es irgendwie die Masse aus. Ja. Ja, das ist das, wenn die Massen etwas aus dem Gleichgewicht kommen. Naja. Dann fängt das an im RS. Wie war ein Exo? Würdest du hier nicht freiwillig mitfahren? Kriegst du auch einen Sturzhelm. Wenn man gegen die Seitenscheibe datscht. Ist ja wohl völlig okay. Na, das hätte anschneiden. Ordentlich. Ja, eben. Welche Noten bewirtschaftet ihr? Also, ich zeig das nochmal eben schnell. Also, hast du Zeit mitgebracht? Nee, so schlimm ist es nicht. Lämmersdorf ist meine Wenigkeit. Willersdorf ist der Herr Berg. Niederndorf ist der Andi, der in wir. Und hier oben Griesenbach, das ist der EMTS, der Tino. Dann haben wir die BGA, die werden wir gemeinschaftlich wieder bewirtschaften, wie ihr auf der Rade auch. Moin, Zinne, grüß dich. Und weiß ich, vielleicht machen wir später noch Schweinemast dazu, je nachdem. Aber so ist es jetzt erstmal aufgeteilt. Schweine ist ja sowieso nur ein Stall, ein einzelner, ne? Ohne genau, Hof. Genau. Bisschen viel Unkraut. Ja, Sinne, das ist halt LS-Unkraut. Ne? Wir haben gespult, damit wir ins Wachstum kommen, dass wir hier ein bisschen lernen können heute. Das ist dem geschuldet. Terratrag, vielen lieben Dank für dein halbes Jahr. Dankeschön. Ja. Luis, danke für dein Follow. Dankeschön. Und herzlich willkommen. Jetzt nach der Ernte, wenn wir die Felder alle runter haben, die Wiesen alle abgemäht haben, Anpassung der Sounds der Mähwerke, das hat er mit dem JD-Pack nichts zu tun. Genau, ich habe hier Blumen gepflanzt, ja. Wusste nicht, alles für ja. Die Wildbiene, ja. Tulpen auch und alles. Du warst vorher bei Agrarplay, wollte ich mal besuchen. Ja, du, ja. Seid mir herzlich willkommen. Ne? Jeder, der will, darf natürlich gucken, es gibt dir nichts zu verheimlichen. Kopsen nennen das einseitige Beladung. Nee, der füllt das schon gleichmäßig hier. Also Ladungssicherung ist da quasi. Das wankende Schiff, ich sag's dir. Das hätte man eigentlich mal klippen sollen. Ne? Wie macht man das? Hat jemand einen Schwader? Nee, ne? Und danke für dein Follow. Herzlich willkommen. Einen Schwader habe ich nicht am Hof. Dieser Grünland werde ich mir nicht selbst auf den Hof stellen. Ich denke, da haben wir ihn noch. Ja, ich habe noch keinen gekauft, weil ich habe ja alles auf, ja, quasi breit. Also hier müsste es noch zusammengeschwadet werden. Immer Simba, auch dir vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Ja, also meine Wiese wäre schon in Schwad gelegt hier. Müsst ihr mal gucken, da würde, wenn es euch zeitlich passt, kann da gerne mal jemand in der Presswickel kommen hier rüber. Ansonsten würde ich mir eine mieten später. Na, ich schau mal, wie ich schaffe. Naja. Hey, Rocker, moin, Sen, grüß dich. Das IP-Namen haben wir ja jetzt nicht drauf, ne? Nein. Grüße auf den Lurk. Zum Glück, sonst könnte ich auch nicht mitspielen. Ich hab das nicht. Da sind nämlich schöne Presswickel-Kombis dabei. Ja, habe ich auch schon ins Auge gefasst, aber nur für das irgendwie 15, 16 Euro. Dambo. Schönen Abend auch dir noch, ein schönes Wochenende. Er lässt das Team schön grüßen. Er wünscht uns ein schönes Wochenende. Ja, danke. Schöne Grüße zu. Jo, Dambo, hau rein. Was, wir können es sich eigentlich mal umbenennen in Van3X, einfach so zum Spaß und dann mal Andi in den Stream gehen. Ja, mach doch. Was passiert dann? Ja, Andi hat den Vanex. Ja. Hat er ja mal Van3X genannt. Also quasi so ausgesprochen wie geschrieben. Ich sag zum Beispiel immer Vanex.
Ja, genau. Ne? Den Vanex oder Vanex. Genau. Seitdem ist das der Running Gag bei Andy im Stream, wenn der Vanex ja, da ist. Ja. Dann Van 3X. Dann ist ja mal der Van 3X, ja. Na gut, dann gewöhne ich mir das auch an. Wer von uns ist alles live auf Twitch? Meine Wenigkeit, wo du gerade ja im Chat bist, und der Agrarplay. Moin. Der Phoenix. Wenn du Agrarplay nicht kennst, dann hast du morgen Baum geschlafen. Naja. Quasi Mr. Landwirtschaftssimulator himself. Nee. Na doch. Ich stelle das einfach mal so in den Raum. Das ist. Ja, danke. So, ich hab's gleich geschafft, dann werde ich mir einen Ladewagen kaufen. Und dann holen wir das ein, was Tino da geschnitten hat. Dann können wir endlich den 655M benutzen. Ey, buy me Excel. Ja, ne, das wackeln so ein bisschen auf wie die Titanic kurz vorm Untergang. Das ist ja buy me Excel, ja. Nenne ich zum Beispiel immer buy mixed. Bei was? Buy? Buy mixed. Ich lese immer bei Mixed. Aber das ist ja IEXE. Keine Ahnung, ich flieg da nur drüber. Er hat noch nie was gesagt. Manchmal. Mal erklär uns auf, wie spricht man deinen Namen aus? Na, sag doch mal. Manchmal müsst ihr uns einfach helfen, ja. Dann ja. Müsst ihr irgendwie eine Lautschrift noch dahinter ballern oder sowas. Ja. In Klammern, wie man es ausspricht. Genau. So. Ins Baumenü gehen. Toolmaker, das ist einfach. Toolmaker, vielen Dank für dein Baumenü. Schön, dass du herzlich willkommen. Ja, mal so mein Feld von oben angucken. Hat schon was. Spricht das richtig aus, okay? Ja. Bei Mix. Wie was hast du das noch? Bei Mixed. Ja. Okay. Bei Mixed. Alles klar. Bei Mixed. Ein schönes Feld. Ich bin stolz auf mich. Guck ich mir auch an. Ich habe auch diesmal an die Tiere gedacht. Sehr schön. Sehr gut, ja. Okay. Habe ich irgendwas verpasst? Nö, habe ich nicht. Alles gut. Ja, guck mal, weil wir hätten uns sogar 6 Meter abgedacht. Oh, oder nee, 4 Meter. Was sind du hier? Ist, ach. Hätte sich auch gelohnt. Oh, das ist auch. Tino. Was? Hä? Da brauchst du keine Ecken fahren. Da wird man doch schwindelig. Am Anfang ist es ganz schön öde. Oi. Aber Andi müssen wir mal ganz viele Zahlen in den Username schreiben, dann hat er was zu tun. Ne? Oh, das ist böse. Aber das ist ja nicht böse gemeint. Nein, das will ich. Okay, ich glaube 2-3 Mal können wir noch hoch und runter, bis wir wieder ausladen müssen. Ja, Mail der Oberlerry. Oberlerry, danke für den Follow. Herzlich willkommen. Moin, so, grüß dich. Wie geht's denn jetzt raus hier? Links rum. Foto machen von den Graskreisen. Nein, Van 3X, das kam jetzt nicht so rüber. Chill. Nein, böse ist das nicht gemeint. Wir, Andi ist so einer von uns. Quasi. Richtig. Einer von uns. So, also ihr mäht ist jetzt alles, ne? Jo. Ganzen schönen Blumenwiesen. Das ist echt krass, ne? Ja, das ist übel. NKH Agrar, auch dir vielen Dank für dein Follow. Dankeschön, herzlich willkommen. Moin, moin. Das habe ich gerade extra gesagt. Aber daher, Mann, Krise. Mein lieber Van. Warum hast du keine Facecam? Ich hab momentan ein bisschen Probleme mit dem Lichtsetup so ein bisschen. Die Stepper sind alle aus dem JD-Pack, ja. Warte mal, pass mal auf. Ich kann. Ne, wenn ich die Cam jetzt anmache, siehst du, dann ist es ganz schön dunkel. Das ist irgendwie kacke.
Und wenn ich dann hier mein Licht über den Monitor anmache, dann wird es auch nicht so viel heller, siehst du? Das ist irgendwie blöd. Ach, Mann. Gefällt mir nicht so. Wir können uns gerne anlassen. Also, wenn ihr mich gerne sehen wollt, ja. Hallo, das bin ich. Wer es jetzt noch aushält, ist mir herzlich willkommen. Im Real Life fahre ich, nein, kein Roder. Guck mal, wenn ich was angehangen habe mit Simple IC, dann und dann das Gerät hier ausgewählt habe, dann kann ich von innen und außen bedienen. Hä? Ja. Aber wenn ich nichts angehangen habe, kann ich nur entweder von innen oder von außen bedienen. Ich könnte jetzt also ja, Simple IC ist dann verbaut. Ganz ehrlich, habe ich gerade keinen Bock drauf. Wenn ich den Fehler jetzt hier bei mir in meiner Version nicht hätte, also nicht in dem JD-Pack, sondern in meiner Spielversion, dann könnte man hier anschalten, das Lenkrad hoch runter. Ich sehe dich nicht. Fenster auf. Aber fangen wir nicht an zu trollen. Sogar hier hinten, seht ihr das? Hier ganz gleich mal schnell wieder weg. Yes. Der andere, der streamt, ist der Herr Berg. So, warte, ich fahre nochmal Holmer, aber habe einen verkauften Opa Tiger gekauft. Okay. Muss das Fahrzeug wo an sein, scheinbar. Was hat dich das so bewegt? Gibt es dafür Gründe? Weiß ich nicht. Bei Mixed. Oh, jetzt hätte ich fast wieder verkackt. Bei Mixed, danke für dein Follow. Und ja, gerade noch herzlich willkommen. Troll nicht rum, ne? So, ich muss den einmal wieder nehmen, Freunde. Es tut mir echt leid, aber der ist, der ist so gut. Mit LED-Pack. Tibor, auch dir. Vielen Dank für dein Follow. Deine ganzen Nummern da hinten lese ich jetzt mal nicht mehr vor. LED-Lichtpack mit LED bei der Pickup. Sehr geil. Bredestein, Michelin. Ja, wenn viel gelesen wird, ist richtig. Wenn viel im Stream, ich könnte natürlich den die BKT sehen ja geil so aus, dann zurückgucken. Müsste ich mir vielleicht mal angewöhnen. Ansonsten sehen wir immer die Rückenlehne vom Opa. Wenn wir die BKTs mal nehmen? Wir haben eine angepasste Reha-Version. Holmer rodet besser, okay. Beim Opa ist die Materialqualität stabiler. Na, siehst du, es gibt halt durchaus unterschiedlichste Gründe für unterschiedliche Maschinen. Wo sind wir denn? Sind wir eher im Hochsauerland oder im Ostallgäu? Ich erzähle die ganze Zeit, ne? Sind wir eher im Hochsauerland oder eher im Ostallgäu? Bayern. Untergriesbach hört sich nach Bayern an. Nee, das ist, glaube ich... Ist das nicht? Ich stand vor einem Ortseingangsschild und da stand der Kreis drunter. Ah, okay. Ostallgäu, aber ich konnte das nicht ganz zuordnen. Guck doch mal auf die Nummernschilder vom KI-Verkehr. Genau, Passau. Unter Griesbach ist bei Passau. Der Trollmeister aus dem Salzburger Land. Bei Mix. Passau. Und wo liegt in Passau? Eher Ostallgäu oder Hochsauerland? Bayern. Du sagst doch zu allem Bayern, oder? Bayern. Passau ist Bayern, okay. Bayern, oder nicht? Ja, ja. Also sag mal, Kennzeichen Ostallgäu. Wir sind in Baden-Württemberg, Nähe Österreich. Dankeschön, also Chat. Der Van 3X hat Ahnung. Achtung, jetzt kommt hier wieder das Schaukelschiff. So, einmal Rüben abschütteln, bitte. Ja, zu teuer kann ich mir nicht leisten. Und jetzt geht's kann ich mir auch nicht leisten. Oh, 131. Ah. Der Bayern, sag ich doch. Ja, ist alles schon geklärt. Bayern. Leute. So, wir fahren Real Manual Transmission. Oh, schon der. Wenn wir dann fahren. Sagen, unter Griesbach ist doch Bayern. Kommen doch auch alle aus Bayern, die Karte gebaut haben, oder nicht? Felix, du wolltest jetzt Lade bauen, ja? Ja. Titanic ist am Start. Ja, der ist gerade so ein bisschen weniger Titanic-mäßig, ne? Was hab ich hier? Don die Kralle. Also, Mafia ist am Start. Moin, moin. Danke, ich hätte bei mir die Fläche, die noch geschwadet werden müsste. Ja, ich überlege gerade, ob ich mit dem Schwader losfahre. Eigentlich sind wir in Finnland. Ja, genau. Und wenn wir in München in die ICE steigen. In 10 Minuten. Ja. So, dann holen wir uns mal ein Ladewägelchen. Dann gucken wir mal, was der hier kann. Der Moser Konrad. Grüezi, Servus. Ja, Servus. Moinsen heißt er, ne?
Konrad, grüß dich. Oder Moser? Ich kenne aus Moserliese. Das Moserliese. Guck mal, da vorne wird ein Yonder. Gott, ich muss schon ehrlich sagen, dass ich mich freue, wenn wir Seasons wieder drauf haben, ja? GPS kaputt? Nee, ich hab den Knopf gedrückt. Warte. USB-Kabel ist dabei, ist aber sehr kurz. Oh. Ist sehr kurz. Musste gegebenenfalls verlängern. Ich wollte so fahren. Je nachdem, wie weit der Weg ist. Worker, Alter, hättest du mal nichts gesagt. Das war jetzt peinlich. So. Excel mag er morgen. Bisschen runter hier fahren wir mal vorsichtshalber nur 30 durch die Ortschaft. Ist, warte mal. Joa, Samus. Joa, fast gerade. Ja, Servus, Mose. Ah, ist schon schön hier, ja? Ist schon schön. Ist schon schön. Haben wir uns, glaube ich, ein ganz schickes Plätzchen ausgesucht. Ja, denke ich auch. Schöne Kurve hast du da. Machst du mich gerade an? Was macht ihr? Und warum ohne Season? Wir haben gerade aktuell keinen Season, weil wir erstmal Futter machen, erstmal Ernte beginnen wollen, weil wir würden sonst wieder jetzt Wochen und Monate Realtime im Frühjahr rumlungern. Und wir wollen jetzt Tierversorgung machen, damit wir, nachdem wir die andere gemacht haben, Tierversorgung gemacht haben, also auch die Rohstoffe für die Tiere. Hallöchen. Die Rohstoffe für die Tiere am Start haben, dann packen wir Season mit dazu und dann machen wir Tierversorgung und unsere ganz normale Season-Geschichte. Sollte offensichtlich sein. Kommt ja bald die V2, ich weiß nicht, ob das so bald ist. Aber es ist mir eigentlich auch relativ, weil ich würde das so wahrscheinlich einfach weiterspielen hier. Ob jetzt die V2 kommt oder nicht. Für eine V2 ja das so gemacht ist, ne? Das kommt drauf an, ja. Das soll halt noch großartig kommen, weiß ich nicht. Die Knüller-Sensation würde das jetzt wahrscheinlich nicht mehr werden. Keine Ahnung. Agi ist schon dabei, das weiß ich. Ja, du, keine Frage. Keine Frage. Also mit RMT macht halt auch echt Fun, ja? Gang rein, Lastschaltstufe. Ich fahr sonst immer so viel stufenlos. Boah, stufenlos ist einfach schön. Ja, das ist gediegen, ich weiß. Da hast du einen Helfer reingemacht und fliegst parallel eine Runde in DCS, alles möglich. Ah, das könnte sich jetzt ein bisschen schwierig gestalten, aber... Boah, ich bin auch gerade echt im... Muss man ja auch sagen, ich bin gerade echt in dies, ich bin heiß auf DCS. Ist mir gar nicht aufgefallen, Berg. Aber Freunde, ich könnte jeden Tag fliegen. Gestern auch, ich bin gestern. Flugunterricht für Sven. Marvin, danke schön für deinen Prime Sub. Willkommen. 3 Stunden einfach mal Grundlagen gemacht und zack, wie im Flug vergangen. Das war jetzt sogar nicht mal beabsichtigt. Ja, das ist einfach von Haus aus. Aber es kam einfach so. Es kam einfach so. So geil, ja, so geil. Dann lese ich jetzt noch die neuen Wolken und oh, ich könnte jetzt wieder. Ja, die Bilder, die du immer mal auch bei mir auf dem DC gepostet hast oder auf Insta, sind schon krass. Der Bjarne, bis Dienstag. Tschüssi. So, da steht er. Natürlich komplett im Weg. Aber genauso viel Bock habe ich jetzt auch, hier mit euch wieder unter Griesbach zu spielen. Das ist schön. Jo. Weil ich glaube, das wird cool. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Shifty schreibt, haut rein, Männer, das macht nicht mehr so lange. Nee. Shifty, hau rein. Reinhauen. Wir hatten hier mein Gewicht hier so malträtiert. Wieso steht denn das hier so krumm und schief? Keine Ahnung, vielleicht waren da die neuerdings auch. Das war auch keiner da, oder? Am Händler? Oh. Ich hatte die Mehrwerke zuletzt abgeholt. Nee, beim Händler war ich nicht. So. So, wir korrigieren mal so ein bisschen hier unsere Schieflage. Getriebe aktuell habe ich ein Power Quad, also ein RMT-Getriebe.
Seht ihr, wenn das, ich mich hier zurücklehne, ja, dann bin ich hier kaum drauf. Das Standard RMT 46M, was Rear Manual Transmission schon mit sich bringt. Nun klar, aber das bringt uns ja nichts. Ist halt nur so ein kleines Ringlicht für eine Webcam, ja. Der kann Unkraut züchten. Du, Wildbienenfreundchen, ist heutzutage wichtiger denn je. Das stimmt. Hast du noch nichts von gehört, ne? Oha. Mann. Kalle, ey. Geh modden oder so. Sollte man schon einen vernünftigen Joystick für haben, also ein X52 und sowas in die Richtung, oder geht das auch ganz gut mit billigen? Ich habe den 3D Pro von Logitech. Ja, geht. Tatsächlich. Ich kenne sogar Leute, die spielen das mit Tastatur. Würde ich nicht machen, weil würde ich mir die Finger brechen. Ja, ich habe heute das wieder gekämpft. Aber so ein 3D Pro von Logitech reicht vollkommen aus, ja? Vollkommen aus. Ja, ich hab uralten Sidewinder. Solange der funktioniert, ist alles gut. Ja. Hat wohl nicht mehr funktioniert. Wie gesagt, ich habe jetzt hier drei Rechner. In einem ist die volle Montur, in einem ist ein Joystick. Beim nächsten, tja, geh heute sägen am besten. Da brauchst du keinen Joystick. Man kennt es, ich habe ja hier drei Rechner. Ja. So. Ja, ohne Fritz, nee, ohne Fritz ist eher. Sind ja nicht meine. Ja. Kann man VCA und RMT auf einem Spielstand zusammen spielen? Ja. Das geht jetzt ohne Probleme. Setze ich das am Wochenende auch mal. Ja, wenn jetzt. Haben wir mal die Achse hingesperrt? Dringend zu. Genau, obwohl DCS ist immer noch offen. DCS-Werbung. Ich werde bekloppt, aber es ist eine Herzensangelegenheit. DCS ist kostenlos. Kann man ausprobieren. Zwei Flugzeuge, eine Karte. Einfach mal machen. Einfach mal ausprobieren. Guck, ob es was ist. Und dann kann man sich immer noch so in die Module reinfuchsen. Zeit nehmen. Viel Zeit nehmen. Nein. Ja. Aber ich sag mal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, das schon gut zu ziehen, die ja? Zwei Flugzeuge, die dabei sind, ein Propellerflugzeug, ein Su-25T, so ein russisches Luft-Boden-Kampfflugzeug, sind ja nicht voll klickbar und so weiter. Ne? So, einfach nur so ein bisschen durch die Gegend düsen und so, ist das schon. Und mit der Su-25 kann man eine Menge machen. Einfach auch mal ausprobieren, genau. Das macht mir einen guten Eindruck. Ich glaube, das wird spannend hier. Zusätzliche Module kosten. Die Kombo. Konrad wäre lieber. Dann nenne ich dich Konrad. Ja, Elo Wohnzimmer ist unser. In Bayern nennt man mich Kon. Unser Multiplayer-Projekt, was wir schon eine ganze Weile lang haben. Auf jeden Fall, ja. 54. Ich habe mir jetzt dafür sogar. Gibt's Blühstreifen. Ja, Kalle. Ist ich hab, ein ganz wollte mal meinen Sim-Dashboard sehen. Ich kann das jetzt mit der Kamera gerade nicht zeigen, aber ich könnte ein Foto machen, das auf Twitter hochladen. Was meinen Sie, wie viele Bienen hier drauf Platz haben? Das extra passend für heute. Mehr Kraut als Rüben. Lixen, ich sag's dir. Sehr gut. Quasi Kraut und Rüben. Ja. Ja, wir haben ja gespult. Das Kraut geht auch so mit weg. Ja, das ist ja bald alles. Bald ist alles in bester Ordnung. Gut, genau. Heidi, ganz schön teuer der Spaß. $50 für ein Flugzeug und sogar 80 für die Viper. Ja. Dafür kriegst du halt auch ein voll durchsimuliertes Flugzeug. Auf Instagram, man Knopf drücken kannst. Frage mich nicht. Nur auf Twitter schnell. Das kann ja auch jeder sehen. Auf Instagram jetzt nicht. Es gibt irgendwie da Sales und da gibt es dann 30, 40, manchmal auch 50%. Da kann man dann immer zuschlagen, wenn es was für einen ist. Lass mal gucken, ob das Dashboard dann auch ordentlich funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Muss man halt gucken, ne? Eine Messerschmitt. Es gibt einen Messerschmitt, ja. Es gibt auch noch mehrere Zweite Weltkriegsflieger. Wobei ich von denen nicht einen einzigen habe. Ich habe eher die moderneren. Welche ME denn? 100, 109er? Ja. Ich glaube tatsächlich. Die BF 109. Und dann gibt es die Focke Wolf 190. Ja, P51 und noch ein paar andere. Aber wie gesagt, diese Zweite Weltkriegsdinger sind nicht so meins irgendwie. Nein. Ich bin da, momentan fliege ich hauptsächlich F-18 Hornet, F-14 Tomcat, alles was so vom Träger startet. Simple IC kommt noch im Update vom JD-Pack, aber wann das Update kommt, weiß ich jetzt noch nicht. Aber das kommt, Freunde. Wo Bienen drauf Platz hatten, genau. Jetzt kommen die Rüben runter, jetzt ist auch Schluss für die Bienen. Wenn die Rüben geerntet werden, gibt es eh keine Bienen mehr.
Na, ja, da haben die sich schon zurückgezogen. Sag mal, steht ja, wenn der Robert Roder durch ist, ja. Dann was ist denn das hier links von mir? Steht hier Elefantenkrater? Was ist das denn? Ist das hier Zuckerrohr oder? Naja. Was ist denn das? Das hohe Zeug, was dicht an dicht steht, das ist Zuckerrohr. Also sehe ich es auch mal. Also, ja. Ich habe es auch noch nie nicht einmal in der Reife gesehen. Nee, ich schon nicht. Wir haben auch irgendwo noch ein Stück Bambolia stehen. Ja, die gegenüber von meinem Raps. Ja, die Flächen, die wird dann, die wird dann hier der Kreisverband nehmen und Wiese draus machen oder so. Alter, hau rein, danke, dass du im Shop warst. Von Schwader. Naja, ich habe mit dem Gedanken gespielt, einen Wurmschwader für mich zu holen. Ein Bandschwader, meinst du? Nee, kein Bandschwader. Das ist ein ganz komisches Ding. Mhm. Hier mit den Sicheln, die so nebeneinander angeordnet sind, ne? Ah, okay. Ja. Nicht? Nö. No. Alles gut. Ist ja nicht mein Schwader. Ah, nee, du meinst jetzt den Juras, oder? Ja. Denke mal, Herr Bleich hat jetzt gerade den anderen gemeint. Nö. Den SA-314, aber der funktioniert überhaupt nicht. Nee, wenn dann aus dem Feller den, ja. Wie, ich mische mich da nicht ein, wie gesagt, von grünem Gerät, lass ich dich mal die Finger. Ich überlege. Da leihe ich mir dann von euch das, was da ist. So. So, ihr seht, man kann VCA halt trotzdem natürlich wunderbar bedienen, ne? Oha. Nee, das ist dann Quatsch. Werden wir doch mal in die B gehen. Oder mit Handbremse angezogen. Wow, jetzt weiß ich, warum niemand auf den Chat reagiert. Wie, was meinst du, Jagger? So, wie geht denn das jetzt hier im... Das ist im Dashboard. Bergknopf ist es nicht. Ah ja. Ach, ich glaube, ich bleib bei Kuhn. Das ist der hier. DCS machen wir spätestens am Dienstag. Dienstags fliegen wir unsere dynamische Kampagne mit mal 3, 4, 5, 6. Ich glaube, 10 Leute waren wir mal höchstens. Haben einen eigenen Dedicated Server, wo wir es drauf laufen lassen. Und ein paar andere Missionen halt grundsätzlich so unter der Woche. Aber dienstags ist gesetzter Termin. Jetzt ist er an, jetzt habe ich einen Knopf gefunden. Warum haben wir den Kuhn eigentlich nochmal als Mod drauf? Welchen Kuhn? Bestimmt historisch bedingt, oder? Wahrscheinlich historisch bedingt, ja. Nee, weil der Original schon dabei ist. Was macht jetzt Kabel, den Unterschied Kabel, aus? Kabel. Ach, Kabel. Ja. Wenn nichts offensichtlich ist, dann die Kabel. Wieso ist der jetzt hier wieder aus? Achso, das Auto war gerade aus. Ich kämpfe gerade noch mit dem Dashboard. Was sagt er? Ich kämpfe mit meinem Sim-Dashboard. Ich habe jetzt so ein Pöttinger. Das ist, wie das echte Terminal halt wahrscheinlich, was du dafür holen kannst. Und das muss ich erstmal rausfinden, welche Knöpfe ich da drücken muss. Hm. 42 Minuten noch, das wird nichts mehr mit Raps.
Eigentlich müsste ich den Raps aber noch. Eigentlich, wieso läuft die Zeit eigentlich auf 5-fach? Oh, aha, interessant. Soll ich auf eine Taste hier kommen? Keine Ahnung. Sieht so aus, ich bin nicht als Admin eingeloggt. Ich schon. Hm. Ich auch. Dein Dashboard vielleicht? Das könnte das Dashboard gewesen sein, ja. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Ja, Freunde, hilft nichts, ich muss den Raps noch dreschen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und die beiden würde ich auch ganz gerne noch in Silage, in Folie packen. Oh, oh. Vielleicht mache ich heute noch ein bisschen länger als 23 Uhr. Aha. Hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Ja, Überstunden. Genau. Das muss, das muss. Was willst du machen? Oh, wenn der mal hier nicht überfordert sein wird. Was hast du denn vor? Nein. Ja. Er kämpft gerade schon ganz schön. Aber gut, das sind auch extreme Schwaden. Ne? Alter, der, boah, jetzt ist hier wieder. Naja, ich habe Hunger, ist ja auch schon ein bisschen später. Handgas drin? Nee. Gar nicht. Handgas reagiert auch komischerweise gar nicht. Ich habe halt nur 172 PS, Freunde. Was soll ich sagen? SK. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Schöne Miete hast du da. Ja, wird noch, ne? Wir haben jetzt 15.000 Liter drin, das sind 46%. Du zockst gerade Headlet Loose an, Willi. Headlet Loose habe ich auch bisher echt nur Gutes drüber gehört. Ja, festgestellt, dass Hand, Gas, halten kann. Ja, aber meinst du, lieber schon noch ab? Warum auch immer. Was ich auch sehr merkwürdig finde. So, hallo, Knöpfe drücken. Hey, mal moinsen. Oh, alles gut, alles gut. So, Junge, das war eine Frage. Ich würde die besser von Anbau reden. Ja, ein paar Mann sind das hier. Das gebracht. Boah, da musst du echt mal im Discord kommen. Ein Gas mehr geben. Shit, ich glaube, die Ladewagengröße ist zu heftig. Was ist, wenn du dir jetzt noch einen Schwader holst, kaufst, ich bringe den dir mit dem Syntrak und dann wechsel mal die Geräte. Ja, das könnte man tun, aber ändert nichts an der Tatsache. Ne, du holst ja doch später noch einen schweren Schlepper, oder? Den kann ich mir nicht leisten, das ist mein Hauptschlepper. Achso, ich dachte, du fährst jetzt noch mit meinem kleinen. Nee, ich bin ja auf dem 655. Ah, ich komme gerade noch schwer über die 6 km/h. Gut, jetzt geht's ein bisschen bergab. Bodenproben müssen wir auch noch ziehen, wenn alles runter ist. Ja, das würde ich gegebenenfalls erst nach Aktivierung von Seasons machen. Ja, hatte ich jetzt auch gedacht. Ja. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, aber wer weiß. Nee, einen Unterschied nicht, aber. Ja. Das ist ja einmal schnell über alle Schläge drüber und dann. Ja. Das ist ja merkwürdig. Hier haben wir irgendeinen Error. Nö. Auf meinen Tempomat. Der geht auch nicht so richtig. Überstunden sind überbewertet. Naja, was willst du machen? Befinden wir uns an der Leistungsgrenze. Runter, die Ballen müssen in Folie. 85%. Ist halt so. Ah, das ist halt auch die Vorgewendebahn. Die anderen sind, glaube ich, nicht so heftig vom Schwatt, oder? Der Zuckerrohr. Ja, Niki, der ist von. Sehe ich wirklich das erste Mal. Wem ist der denn jetzt schon wieder? Aber ja, ich bin so durcheinander heute. Das erste Mal auf Maps nie drauf gehabt. Was jetzt? Das Zuckerrohr. Ja, das ist mir auch völlig unbekannt.
Von Kramer, jetzt setzen wir da ein. So, Wagen ist voll. Ja, vor allem muss ich die Rüben wieder da mit Frontlader und Schaufeln wieder wegschaufeln. Also. Und was heißt eigentlich Multi bei den Pressen? Na, dass sie auch hier. Das ist alles mal jetzt Pluszeug. Aber ich glaube, die können auch Mais pressen und sowas. Boah, wenn, dann sollten wir aus der Kategorie was nehmen. Wie? Nee. Nee. Schreibt sich natürlich auch in die Standardpressen rein. Ich kann es ja nicht mal sagen, wofür es diese. Wäre ich jetzt ausgegangen. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich sehe keinen Grund, die Pressen zu nehmen, zumindest. Ja, doch. Ilago schreibt das auch. Ja, jetzt ist natürlich so das Ding beim Schaltgetriebe. Schalten ist schön, ne? Aber auf dem Acker ist halt dann tatsächlich stufenlos schon angenehm, ne? Ja, so. Scheinbar ist Zuckerrohr auf der Untergriesbach nicht ausgetragen, genauso wie Baumwolle. Brach mich nicht. Du hast den, was für ein Stepper hast du jetzt? Du hast den 6R genommen, Schaltgetriebe. Nee, 655M, ja. Achso. Der hat ja quasi ein Schaltgetriebe. Ja. Ich dachte mal was anderes, aber der ist halt schon. Ja, hat zu tun, sagen wir mal so. Wie man es mag. Ey, wenn dann doch ein 6R tauschen. Frachter 93. Wir haben uns für Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, servus, Chefchen. Alles schick, alles schön, gesund und munter. Das ist das Wichtigste. Danke für deinen Sub, Magga. Danke. Für 6 Monate im Voraus, Alter? Uiuiuiui. Das ist wild. Übertreib doch nicht gleich. Danke dir. Ich habe es fast übersehen gerade. Ja, sicher dann. Du übertreibst ja wieder. Danke dir. Ich danke dir. Ja, alles bestens. Danke. Ja, schön, dass wir uns mal wieder ewig über Spiegel fahren. Ja. Und selbst wir, ich kann nicht planen. Ja, 6R ist halt schweineteuer, der große, ne? Damit du nicht vergisst zu verlängern. Ja, genau. Kann man halt mal machen. Ihr werdet gegen 6R tauschen. Ne, ich habe einen eigenen Hof. Wir haben alle momentan einen eigenen Hof. Genau. Mal gucken, das wäre dann welchen schon Schlepper? Große. Ich habe einen Aktion. Aber auch wirklich nur der kleine. Als Lagerschlepper für schwere Arbeiten. Auch schon 280 und einen, PS, ne? 714 Vario. Oh, guck mal, hier gibt es noch einen anderen als Auspuff. Als Frontlader-Schlepper. Chrome. PDU 9. Und Tag voll. Geht zu tun, die Zeit, um überhaupt was anzuschauen. Ja, ich glaube, GPS, es geht mit RTK so, ne? Und Frontladeranbau. Muss ja froh sein, dass wir heutzutage noch was zu tun haben. Mitnehmen. Da sind wir bei 244.000. Wenn du Zwangsurlaub bist oder sowas. Ich würde auch erstmal noch ein bisschen damit arbeiten, ja, und dann schauen wir mal. Ja, vielleicht noch einen Meter hinter. Na, alles aus dem JD-Pack. Ja. Oh Gott, gleich sind die Rüben runter. Dann mache ich 3 Kreuze. Winterpause heißt für dich nicht, dass du da bist, ja. Das stimmt wohl. Und im Februar geht's ja schon wieder los, ne? Dann heißt es Gülleballern. Aber ich habe auch schon Bock, ne? Ich habe richtig Bock. Schön Gülle-Gärreste feuern. Mal wieder ein toller Stream. Silvio, danke schön für deine 100 Bits. Vielen lieben Dank. Ja. Shit, ey, die Silos sind, glaube ich, auch zu kurz.
Reicht nicht. So, ich schätze mal, das sind noch drei Bahnen, maximal vier Bahnen Rüben. Dann sind sie alle runter. Ach, Gülle macht ja nicht selbst, okay. Dann hast du ja ein Tagesziel erreicht. Ja, ich will ja noch die Beilen pressen und den Raps runter, ne? Oh, ja, immer noch. Ja, ich stelle gerade fest, dass die Silo sehr kurz sind hier bei mir. Bäume ausästern und Maschinen Grete durch. Na, ja, okay. Schieben müssen. Bereitschaftsdienst auch, das ist halt ganz blöd. Muss immer schauen, wie lange oben ist. Ja, ich habe ganz viele Jahre auch Rufbereitschaft gemacht. Kann man machen, aber dann muss es auch ordentlich vergütet werden, weil es ist immer, bist halt immer irgendwie in unter Aufmerksamkeit. Ja. In der Silo, was du gerade gefilzt, gehen 400.000 Liter rein. Ja, das ist ja okay. Diese Schau, die anderen dann auch gleich nennen. Andere habe ich ja gar nicht. Also das sind ja nur diese kleinen, die ich habe. Und ich hätte gedacht, das wären zumindest von der Länge her auch so wie auf der Bergisch. Es gibt auch einen Mod, wo ich mir gebrauchte Maschinen kaufen kann. Ja, aber das wäre den anderen gegenüber jetzt unfair. Die ihre Schlepper alle neu gekauft haben. Ja gut, dann müssen wir mal einfach langsamer hier reinfahren. Tja, Bereitschaft, wenn du nicht zu Hause bist. Ja, das schon. Ist die Technik vielleicht doch zu groß? Was hast du denn jetzt für einen Ladegrabwagen geholt? Böttinger Toro Combo Line, der kleinere, also der kleinste. Ah, okay. Sonst guck dir mal den Tigo an, den kleinen Zweiachser. Ich hatte der jetzt ist sehr kurz. Ja, ich hatte jetzt auf dem Mod-Hub den Klaas gesehen. Da dachte ich ja geil, den habe ich ja lange nicht gesehen. Diesen älteren, ne, mit dem Gitter ja, oben drauf. Ja. Mhm. Das wäre vielleicht auch noch was. Guten Abend, sehr geehrter Herr Bärchen, sehr geehrte Frau Thal. Es ist mir eine Ehre und eine Freude, sowie ein inneres Tässchen Heidelbeer-Vanille-Tee Sie den Tom Cruise unter den virtuellen Agrarfliegern recht herzlich unter aller Form begrüßen zu dürfen, Frau Beuch. Gurkenmagger, ey. Immer wieder geil. Du schießt den Vogel auch immer wieder neu an. Definitiv. Sven, bei dir auf dem Server ging der Gebrauchtbot nicht wirklich. Okay. Ja, kommt natürlich auch dazu. Dass manche Mods einfach auf dem Server auch nicht funktionieren. Hm, okay, schade. Aber ich weiß, dass bei der Acker-Kommune, die nutzen den und da ging der wohl. Okay. Also wer weiß, womit der sich wieder rumstreitet. Ja. Ja, gucken mal, tu mir natürlich auch sehr, sehr, sehr willkommen. Schön, dass du da bist. Seasons nehmen wir wieder mit rein, wenn wir Futter und alles gemacht haben, sodass wir endlich auch direkt von Beginn des Projektes quasi Tiere mit reinnehmen können. Und nicht erst ein ganzes Jahr darauf hinarbeiten müssen, weil wir wollen euch auch ein bisschen unterschiedliche Sachen mal zeigen. Eine Roma. Und da war die Idee. Ja, ich vermute, dass es durch Rea kommt. Weil das Schaukeln hier erstmal ohne sie anzufangen, die Ernte jetzt schnell zu machen von unseren Feldern. Wird. Und dann Seasons mit reinzunehmen. Das ist, könnte sein. Checker ist doch ganz normal, ist ein neues Projekt. Das gehört halt, dazu. Ne? Von außen sieht es besonders gut aus. Aber ich kann mal eben schnell ein Foto machen. Das ist, damit kann die euch Rüben das im Bunker Nachgang gut ineinander am Ende zeigen. Und verdichtet werden, damit da mehr reinpasst, weißt du? Das ist so eine neue Rüttelfunktion. Extra sauber, extra kompakt. Ich sag's dir, ja. Dann schalten wir den über das Terminal wieder an. So kompakt wie hier in dem kriegst du die in keinem anderen Roder. So kommt dir das vor, ja. Mir auch. Ich sitze ja schon ein bisschen in dem Ding drin. Das ist wie auf Kettenfahrzeugen. Ich würde mal behaupten, was ach, wie übertragen. Kam eine Frage wegen Rade, das habe ich, dann hätte ich es überlesen. Das fand ich segeln, aber dabei schon, ja, locker. Oder Jagger, mit wem kommunizierst du gerade?
Ja, man muss dazu sagen, also man muss auch dazu sagen, das ist ja schon ein heftiger Ertrag, ja. Sowas habe ich unter Season selten eingefahren. Ja, definitiv. Ah ja, alles klar. Sorry. Kann ich die Rübenmiete eigentlich hier liegen lassen, wenn wir Seasons anschalten? Da sollte eigentlich nichts mit passieren, ne? Sollte eigentlich nichts mit passieren, ne? Ja, so, jetzt werden die Rüben ja abgeschüttelt. Hast du drauf gezahlt? Ich sag's dir. Ist eine extra Funktion. Ja, ich weiß, so sind wir halt auch ein bisschen langsamer unterwegs. Ich weiß nicht, vielleicht ist es eigentlich ganz geil so. Also Vorgewende ist auf jeden Fall extrem heftig, aber jetzt hier in der Mitte komme ich mit dem Gespann ganz gut durch. Das ist ein Backen. Ja, Konrad, das ist, wie gesagt, ich vermute mal, dass es am Real liegt. Was denn? Na, dass der Rübenruder so wackelt, wenn er beladen ist. Ja, mit Sicherheit. Gehe ich stark davon aus. Ja, guck mal, du hast eine Frage zu DCS. Ja, gerne doch. War heute so alles andere mal Thema. Wenn in DCS zwei Leute im Multiplayer zusammen fliegen wollen, Person 1 besitzt die F-18, Person 2 aber nicht, können okay, die dann jetzt trotzdem zusammen spielen und Person 1 seine F-18 nutzen. Na klar, auf jeden Fall. Ja, du hast dich, das ist richtig. Also, wenn du ein, weil die Modelle sind ja alle im Kernspiel enthalten. Ja. Du kannst nur, wenn du so ein Modul hast, wie zum Beispiel die F-18, kannst da du sie auch wieder benutzen und selber drin fliegen. Wenn jemand das Modul aber nicht hat, kann der das halt Mute-Button nicht, noch nicht gefunden. Sieht es aber trotzdem in-game, auch wenn andere Spieler das benutzen. Das ist also gar kein Problem. Also lernen wir ein bisschen was über DCS. Aber wenn die jetzt eins hast mit mehreren Sitzen? Dann kann die zweite Person natürlich nicht daran darin teilnehmen oder darin mitfliegen. Die brauchst dann doch erst. Ja, dann brauchst du es wiederum. Genau. Aber es ist genauso, es gibt ja dieses Superträger-Modul, dieses Supercarrier-Modul, wo du eben detailliertere Flugzeugträger hast und so, mit Deckcrew und so weiter. Auch das kann in der Mission verbaut sein. Nur jemand, der das Modul nicht hat, kann zum Beispiel nicht auf diesem Träger landen. Der muss dann entsprechend auf einem offensichtlichen Mission vorhandenen Standard. Träger, solange wir nicht hängen bleiben, ist alles gut. Obwohl diese ganzen Details nicht mehr drin sind. Das ist also ein 6155M. Verschieden ausgestattete Spieler, weil nicht jeder hat jedes Modul logischerweise, aber trotzdem an Missionen gemeinsam teilnehmen können. Und was hindert dich dann am Landen? 172 PS? Kannst du einfach, also du kannst die nicht in die Fanghaken einhaken, in die Fangseile. Ja gut, das ist klar. Aber die ganze Kommunikation funktioniert nicht und so weiter und so fort. Das hat mich an ihrem Landen gehindert. Runter kommt man immer. Starten kannst du halt auch nicht von dem Ding. Du kannst da nicht einslotten. Und wenn, dann müsstest du hinfliegen und... Ja, das ist klar. Ja. Gab es eigentlich auch Hubschrauber in dem Spiel? Gibt es, oh ja. Denn die Die Huey, die Gazelle und die Mi 8 und es kommt in Kürze dann noch der Kiowa Warrior und für diese der Mi 24. Die Kollegen sprechen über DCS World. Ist für dieses Jahr mit auf der Agenda und im Herbst der Apache. Das war die D-Variante mit dem eigenen Radar. Und wie viele Kühe gehen in den Kuhstall? Da geht jetzt im Februar die Pre-Sales-Phase los. Und ich werde erstmal noch nicht so viel machen. Ich fange vielleicht erstmal mit 30, 35 oder sowas an. So, wir sind jetzt im Gang C und schalten jetzt die Lastschaltstufen. Der Hubschrauber würde dich ja... Runter auf 2. Ja, das sind stimmt. Wir bei 6,5 km/h. Und auf die 1. Ja, da sag mal. Die gibt es natürlich. Runter kommen sie alle, ne? Die einen 26 heil, die Kubik im Hänger, im Anhänger, im Ladewagen. In mehreren Teilen. 80% jetzt. Genau. Ja, aber der 2,6R... Ja, also dieses Jahr wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr in DCS, was da so alles kommt. Was kostet ein Trecker so in DCS? Gibt es nicht. Das ist ja Schmutz. Der Schmutz. Aber Panzer. Panzer, ja. Richtig. Ernsthaft? Gibt es da jetzt Panzer? Ja. Ach, ja, krass. Gibt's schon länger. Es gibt ein Modul, das heißt Combined Arms.
Und damit kannst du eben auch die Kontrolle über Bodeneinheiten übernehmen. Das ist ja interessant. Und dann ist er halt eine rudimentäre, so eine rudimentäre Implementierung von den Waffensystemen, meinte, von den Fahrzeugen mit drin. Okay. 150, so viel werde ich hier, glaube ich, nicht machen. Ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob man nicht eine Mixtur aus Milchvieh und Fleisch schneiden. Sehr gut. Aktuell gehen es dann alle auf die neuen Wolken ab. Es gibt der, ich weiß gar nicht, was er ist, den Chief Technical Blabla, CTO oder sowas. Matt Wagner oder auch die Evil Dynamics selber am YouTube-Kanal. Die zeigen dann immer neue Features, die vor dem Patch kommen und so. Und aktuell hat der schon die neuen Wolken mit drin. Da gehen halt momentan in den Videos alle drauf ab. Es ist dann so. Ich habe ein Video gesehen mit neuen Wolken. 121. Und was von einem neuen Feature sonst das erzählt. Ne? Aber also nicht so ewig viel. Und solche Geschichten. Das ist schon sehr lustig. Das ist spannend. Neue Wolken kommen quasi. Deshalb Kettler, ne? 1. Es ist halt auch massiv viel Ertrag auf der Wiese, muss man ganz klar sagen. Deshalb, ob ein 6R jetzt dazu drüber ballert. Mit Träger fährst du nicht zum Krieg, ja, genau. Sozusagen. Die Panzer aus dem Schlamm zu ziehen. Aber da gibt es dann aber auch. Würde ich auch eher einen Bergepanzer nehmen. Okay, so, unsere Rüben sind runter. Ich weiß hier bei dieser Kreisfahrt gar nicht, wo ich ansetzen soll. Immer rein. Wenn er voll ist, hast du wieder ab. Mach ich gerade. Dann würde ich fast sagen. Hat schon eine Presswickel kommen jetzt irgendwie am Start? Noch nicht. Das würde ich als nächstes in Angriff nehmen, wenn ich ja mit Schwaden durch. So, warte mal, jetzt muss ich gucken, welcher Knopf das denn schon wieder ist. Okay, dann kümmere ich mich erstmal um meinen Rass. Der ist es nicht? Genau. Der ist es nicht? Mal kurz den. Ja, nehmen wir den hier. Na, wir mieten uns erstmal einen Drescher. Ja, Silvio, von was auch immer du sprichst. Kostet auch wieder 17.000, ne? Egal. 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 Was kostet die Welt? Schneidwork. Ah, das ist also, wenn ich ja jetzt mal an den Ertrag bei der Berge denke, wo ich's Düngen verballert hab. Und der Ertrag hier. Boah. Kannst ja fast schon Hexer rausholen. Ich versteh es auch nicht. Das ist echt Wahnsinn. So, einmal Komplettausstattung. Dann hängen wir ihn schon mal vor unseren Anhänger. Weil ansonsten sieht er hier schon ganz sportlich, also so ist es nicht. Freunde, Map steht im Titel. Sag mal, habe ich. Warum ist die Lenkachse gesperrt? Ein Kiro-Fetz. Ja, ja. Oh, andere Seite. Oh Gott. So, einmal den. Oh, da war. Nein. Ja. Nee, das stimmt. Wunder darf man da nicht erwarten. Will ich eigentlich auch gar nicht. Ich finde das eigentlich schon ganz cool. So, es ist halt nur natürlich. Ja, muss man sich umgewöhnen. So, jetzt habe ich ihn abgesoffen. So ein bisschen zurechtschieben hier. Ja, aber über das Schiff herangeht. Wenn wir dann Seasons aktiv haben, dann ändert sich das alles auch und dann. Dann passt das schon. Doch, Precision Farming ist drin. Seasons kommt noch dazu. Wir wollen erstmal Rohstoffe haben. Sonst zieht sich das in dem Projekt wieder ewig.
Das wollten wir nicht. Ich habe einen Tucano gemietet. Wenn jemand von euch noch Getreide dreschen muss, dann kann der gerne mit genutzt werden. Jo. Ja, Ernte. Getreide. Ne, ich habe Raps und Sojabohnen. Ja, Raps ist zufällig auch ein Getreide. Ja, ja, ich könnte den dann auch gebrauchen. Würde ich mich natürlich an den Kosten beteiligen. Ja, wenn wir die Geschwindigkeit hier gut reduzieren, geht das alles eine Sache der Gewöhnung. Wollte Berg nicht Raps ernten? Ja, ich bin auch jetzt dabei. Ich bin noch auf dem Weg, Herr Lesaka. Mann, du hast aber auch wirklich, du bist flott unterwegs, ne? Na, ich hab die Rüben runter gerade mal, ne? Mhm. Haben wir hier den Viking Silageverteiler drauf? Ich glaube ja. Sehr gut, den brauche ich zwingend. Falsches Schneidwerk für Raps? Aber der braucht auch schon wieder 180 PS. Das ist doch bei den Varios völlig egal. Da muss ja nicht vorher Rapsmesser anbauen. Oder? Bis ich war mal alles klar, hau rein. Da, ich hab dich gar nicht mitbekommen. Aber ich sorry. Meine doch nicht. Ich weiß es nicht. Platinum-DLC. Ach so. Musste nee, das die werden das doch können. Das baut sich von alleine an. Ja, genau. Ist das Standard-LS-Verhalten. Denke ich auch. Also, es wäre mir neu. Mittlerer 6R, muss ich mal gucken, wie hoch denn der Leistung kommen würde. It's Jakob, danke für deinen Follow, dankeschön. Und herzlich willkommen, moin moin. Aber der mittlere wird auch nur auf 172 PS kommen. Der hat vielleicht ein paar Umdrehungen mehr, aber also, Drehmoment. Nee, wir fahren den weiter, passt schon. Ich hole mir jetzt aber erstmal. Ich habe noch keinen Zweitschlepper, das ist eher das Problem, das ich gerade habe. Ach, guck mal, hier drüben ist der. Ist die Baumwolle schon weg, das ist gut, dann können wir hier drauf fahren. Den Nachbar, den kümmern wir, der kann das. Ist ja öffentliches Land hier. Na. Kein Problem, alles abgesprochen. Ist tatsächlich öffentliches Land. Gehört niemandem. Aber wir sind ja ganz gut mit dem Burgermeister, ne? Ja, ja, ja. Felix und das Thema Schlepper shoppen. Wieso? Ich hab da einen. Ich muss mich nur umgewöhnen, dass ich jetzt hier etwas länger brauche für die Tätigkeiten. Weil ich eben nur noch, in Anführungszeichen, nur noch 172 PS habe. So, dann holen wir noch den Verteiler ab. Schläuche, Zapfele. Wer hat denn da die Brachfläche gesehen? Das ist krass. Wieso geht mein Handgas nicht? Check ich nicht. Achso, ja, warte mal. Sollten vielleicht den Drescher auch anstarten, ne? Anscheinend war Handgas im Multiplayer nicht zu funktionieren. Beim RMT. Okay. Das kann ich mir beinahe gar nicht vorstellen. Denn so ging's. Ja, ja, ich nutze es ja gerade. So, Chat. Nee, so wird das nicht sein. Ach so. Oh, hat die Hupe. Gottes Willen.
Das ist doch Niemandsland. Ja, das ist halt Standard-Unkraut von LS. Ja, das ändert sich bald. Ja. So, selber halt für die, die nicht mit Season spielen. Es ist bald da und mit drauf und dann ist das auch wieder am. Ruhe bewahren. Ja. Zataifu, moinsen. Ja, bist du am Hof? Nee. Nee, ich bin auf dem Schlag. Oh, sonst wäre ich auf eine Cola mal schnell. Ah, ja, tut mir leid. Aber du weißt ja, die ja, Arbeit macht sich ja nicht von alleine. Nee, nee. Aber wenn du da bist, könntest du den 700er vielleicht mal in die ganz Feld fahren. wenn ich den an meinen 6M dran klemmen kann. Nee, alles gut. Ich fahr grad einkaufen. Ja, ich brauche einen Silo-Verteiler. Ah, verstehe. Aber wenn hier Verkehr dazu kommt, wird's natürlich sportlich. Es gibt nur eine zweispurige Straße hier. Ja, das ist wieder oben, wo der Verkehr fährt. Ah, das ist mir jetzt hier eigentlich auch wirklich gerade. Weiß ich finde das schon ganz gut so. Ja. Ach guck mal, hier steht der Schneidwerkswagen. Da muss er da irgendwo hier. Andere Straßenwerk. Ah ja. Naja, wir fahren da gleich nochmal zurück. Oh, das ist 30er-Zone. Ich finde so ein 6M ist dann schon mal was Schönes. Primus, danke für dein Follow und herzlich willkommen. Moin Moin. Jo, Sven, hau rein. Danke, dass du da warst. Schön, dich mal wieder gesehen zu haben. Wir sind alte Ohren steif. Moin Primus. Wie ist denn hier so der Ertrag? Oh, bei Raps geht das ja. Das ist bestimmt auch krass, Volumen überschaubar. Aber die Preise hier, also ich weiß nicht, vielleicht nehmen wir auch uns auch dann diesen Adjust-Mod da drauf, diesen Fruit Adjust-Mod. Der liest sich erstmal nicht verkehrt. Der liest sich schon ganz schön solide, ja. Lass ihn mal einfach mit drauf nehmen. Wir können ja uns zur Not einfach wieder rausschmeißen. Das geht schnell, ja. Hätte ich gesagt. Was sagst du, Tine? Ja, also ich hab damit kein Problem. Ja. Der hat auch die Saatgutmengen justiert beim Drillen, ne? Ja, genau. Wenn das nicht halt von der Map selber schon angepasst ist, ich weiß, bei der MVP ist das zum Beispiel alles selber angepasst irgendwie. Auch die Preise sowieso, aber ich glaube auch beim Saatgutverbrauch ist das komplett anders. Hätte schon Bock drauf hier. Ja, dann lass den noch einfach zum nächsten Mal, wo er jetzt, wenn wir dann vorher durch sind, dann mit reinschmeißen. Ja. Wie gesagt, wenn er nichts taugt oder irgendwie Probleme macht, dann schmeißen wir halt wieder raus. Ja. Wird ja jetzt nichts kaputt machen. Also ist ja im Motto, ist ja getestet. Ja. Ja, halt, ja. Ja. Der 8R, ja, der Herr Müller, der kommt auf dich gut, ja. So, was ist hier so passiert? Sollen wir mal unseren Anhänger hierher holen? Sehr interessant. Da muss ich eingreifen.
Rennschwader fahren ist schon schön. Also ich, das ist, also ich finde das für mich persönlich ist das sehr fordernd. Ja? Ja. Bis man das mal, das Prinzip ordentlich verstanden hat. Weil man kann gleich doppelt der Breite die Schwader machen. Ja. Und dann die Seiten wechseln nach Bedarf. Worker, jo, hau rein, dann ist es richtig. Jogi, grüße, danke für dein Reset im zweiten Monat. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal, ne? Toni Monsen, grüß dich. Hab ein gutes Nächtle. Oh, Meister. Komm schon ankoppeln. Wie kriege ich denn das jetzt hier hin? Ich meine, an einigen Stellen hat er gerade so noch durchgepasst. So, Joki schreibt, willkommen in Untergriesbach. Danke, danke. Ich denke, wir haben uns ganz gut eingelebt. Ja, es ist echt schön. Jo. Da ist ja auf Hochzerstörung 2.0 drin, ne? Sollte mit drin sein. So, Joki, ja, was uns aufgefallen ist, Zuckerrohr und Baumwolle. Was ist da los? Wie mein Spitzname ist, Berchki. Oh, das hat sich, manche nennen es so, aber das ist ein eigentlich richtiger Spitzname. Eigentlich ist Herr Berg schon ein Spitzname. Hoffe, ihr habt ein paar schöne Stunden auf der Map. Ach, da gehe ich von aus. Denke ich auch. Gerade erst los. Ja. Es wird groß, ich sag's dir. Die Jogi schreibt, ja, hatten wir vergessen. War zu stressig. Ja, ja, natürlich. Man kennt ihn. Ja, klar. Also Schwaden sind fertig. Nee, aber landwirtschaftlich wirklich mega schön. Hat ein echt, hat ein schönes eigenes Feeling. Der Gerät wird niemals müde. Ja, ich weiß, gefällt mir bis jetzt sehr gut. Ich bin echt gespannt, wie sich das hier entwickeln wird. Ich freue mich darauf. Es macht Spaß. Und ich bin auch dabei. Hey, Ben. Benny. Benny, herzlich willkommen bei mir in der Runde. Vielen lieben Dank für deinen Sub. Wie schnell ich eigentlich bin ich fürs Rapsdreschen deutlich zu schnell. Ich bin jetzt mit 6 km/h unterwegs. Ah, oh, wobei, ich gehe nach dem. Der Combine. Haben wir ja mit drauf, den Combine XP, ne? Das stimmt, deswegen auch diese zusätzliche Anzeige mit Auslastung. Richtig, und so weiter, also schafft er das halt, ne? Ja, ja. Steht vielleicht nicht viel drauf. Ich könnte sogar noch ein Stück schneller, weil ich hier nur bei 37% bin. Matze, ich wünsche auch ein wunderschönes Wochenende. Wir sind ins Dienstag, ich freue mich. Doch, bis denn. Auf der linken Seite. Vorzerstörung 2.0 ist hier, dass du die. Ja, sehe ich doch schon, ja, genau. Plattfahren, wer plattfahren kann, ne? Dass die entsprechend so ein bisschen zurückgesetzt werden. Dass du siehst, wo du auf den Stopp entlang gefahren bist. Finde ich mega geil. Doch, im Gude finde ich auch mega geil. Vor allen Dingen, das bleibt erhalten im Gegensatz zu den Spuren. Ja. Ja. Na, die Spuren sind halt ja nur Textur dann, ne? Also. Zwischenspeicher. Genau. Vom Rea. Oh, jetzt wird's eng. Dankeschön. Es kommt halt mit, woran hing's? Horse Extension oder sowas? Ja. Da hing das mit dran. Irgendwie, da hing das mit dran. Mir wurde zwar auch gesagt, es gibt die erweiterte Fruchtzerstörung als einzelner Mod, aber ich so richtig weiß ich nicht, wie das. Ist das so? Ja, ich hab keine Ahnung mehr auch. Ich kann's nicht beantworten. Eingang vom Händler umgeschmissen. Bei Mix. Ja, deswegen ballert man ja auch nicht mit 80 km/h. Schönen Abend. Mach es gut. Ja? Nicht. Guck mal hin. Na, nur weil du weißt, dass ich jetzt gerade schon an dir vorbeigefahren bin. Ja. Gibt's den im Mod? Wen gibt's im Mod? Die Fruchtzerstörung 2.0? Nee, die muss in die Karte eingebaut werden. Joki schreibt gerade, Agi hat heute noch Verkehr und Fußgänger eingebaut. Die V2 ist fleißig in der Mache. Ja, ich sag mal, wir wissen halt noch nicht. Vielleicht bleibt man auch einfach hier. Wir wollen halt einfach ein bisschen ackern, wenn wir dann schon wieder komplett neu anfangen müssen. Weiß ich nicht.
Wäre geil, wenn wir kein neues Safe-Game brauchen. Ja, da kommen wir nicht drum rum. Ja, das ist ja... Ja, deshalb, ja, aber ja, gucken wir mal, ja. Das ist ja das Dilemma, ne? Ja. Yogi schreibt, Safe-Game kannst du übernehmen, meine ich, na, wenn das so ist. Ah, okay. Wäre das natürlich nice. Schön um. Noch mal schnell den Verteiler noch anschmeißen. Und dann haben wir es auch schon wieder geschafft, weil ich wieder gebummelt habe. Mit meinem 6M. Tut mir leid. Unfassbar. Um Gottes Willen. Wir wären doch nicht wir, wenn das nicht vorgekommen wäre. Ist so. Es ist halt so. Es ist halt echt so. Das war das 50% Signal. Okay. Ja, genau, die Fail-Level-Warnings sind mit drin. Warning. So, was haben wir denn hier für eine schöne Seite auf dem Dashboard? Was sagt er? Ach, ausklappen. So eine Presse. Ach, da leih ich jetzt auch wieder eine aus. Irgendwelche Vorlieben bei den Ballen? Rund und in Folie. Rund und in Folie. Geht das für Felix auch in Ordnung? Ja. Silageverteiler aus. Ach, Zapfwelle, ja. Ja. Ist halt schon spät. Ist halt schon spät. Na nu, funktioniert nichts. Ja gut, wenn wir hier das ganze Gedönel nicht drin haben. Nehme ich die Klaus Roland, ja. Außer, na, was du machen kannst, ist die Wikon, die kann halt ohne anzuhalten wickeln. Aber oh, das, da hat man auch irgendwelche Probleme, dass die damit einmal ganz hart stehen geblieben war. Ja, das sind unsere ganzen komischen Bail irgendwas und weiß ich nicht was alles. Das hat auch was mit dem VCA zu tun, ne? Ach so. Muss gar nicht. Oder Rea, irgendeinen Leistungsschub gab's da und einen Leistungsabbruch. Naja, ich erinnere mich, aber ich hab's nie rausgefunden, was genau das verursacht hat. Ihr dürft auch noch die Folienfarbe wählen. Völlig egal. Weiß. Weiß. Sonst hätte ich jetzt Pink genommen. Ja, Pink, super. Wäre mir auch Wurst gewesen. Machen wir noch ein bisschen aufmerksam auf Brustkrebs. Das stimmt. So. Alles nur gemietet heute. Und ihr Zeit. Naja, klar. Rechnung steckst du ein, ne? Im Briefkasten bei euch. Na? Der Briefkasten, wo gleich der Reißwolf dahinter ist. Ich bin zurzeit im Homeoffice, Tag davon, ja. Nee, wir machen heute nicht länger. Ich wollte nur mal eben kurz hier das schon mal anverteilen. Also ich mache meinen Raps hier jetzt noch fertig. Ach na, bis ich die Flächen ja fertig habe, das... Das zieht sich. Ja, auch nur den Raps. Nächstes Mal nehme ich mir dann die Kartoffeln vor. Konnte ja keiner ahnen, dass da Kartoffeln auf dem einen stand. Nee, das kann ja keiner ahnen. Das schafft der Opa schon. Sei denn, ihr habt das Auto holt ab von IFCO. Das Auto holt ab. Nicht von IFCO, doch eigentlich schon.
Mal gucken, Alter. Der Silageverteiler ist doch echt geil. Der macht eine gute Arbeit hier, dieser, dieser Rec. Ja, ne, der Rec Jumbo, der ist schon cool. Ja, der geht gut. Tippitoppi. Ach, das wird spannend. So, aber dennoch muss ich jetzt ja erstmal stoppen. Ich könnte zwar jetzt hier auch noch ein paar Stündchen, aber... Ein paar Stündchen. Für heute muss das reichen. Ich verabschiede mal den Chat bei euch, bei den Herrn Berchis und natürlich bei Tino. Mach mal. Tschüss, schönen Abend. Oh, ich schätze, wir sehen uns allesamt nächsten Donnerstag wieder. So soll's. Ja, so wäre der Plan. Schön. Dann sage ich schon mal tschüss, Berchis. Ja, und ich bin gleich wieder da. So, Freunde. Das sollet für heute schon gewesen sein. Ich bedanke mich bei allen schon mal im Vorfeld. Ich guck mal noch, wen wir heute mal raiden. Dirk, wünsche ich dir auch. Komm gut ins Wochenende, falls wir uns nicht nochmal schreiben. Wollt ihr bei Berch weiter gucken? Ich kann euch auch gleich zu Berch schieben. Berch macht noch ein bisschen. Berch macht noch sein Rapsfeld fertig. Der ist gerade im Dusch. Ja, lach. Wünsche ich dir auch. Bis Dienstag. Willon. Dankeschön. Bis bald. Ab zu Berch. Aber natürlich. Oh ne, Moondai nicht. Ja, Berch wollen wir. Ab geht das. Gut, ich werde das... Sorry nochmal für das Problem am Anfang mit dem JD-Pack. Mein Fehler. Ich werde das Ganze natürlich irgendwo fixen und hinkriegen. Und das nächste Mal hauen wir da richtig rein. Ich denke, es wird ein geiles Projekt. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht bringe ich auch mal noch ein Video zwischendurch irgendwie. Mal gucken. Ein bisschen weitermachen müssen wir. Freunde, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, falls wir uns nicht nochmal hören, sehen, schreiben. Kommt gut zu Bett. Bleibt gesund und munter. Bis die Tage. Macht's gut. Haut rein. Tschüssi. Ja, zum Hof muss ich jetzt laufen. Das ist richtig.